Drei Herren in einem Raum mit Resident Evil 3. Ha! Da kann man schlecht mit dem Nemesis kämpfen. Wir gucken gleich mal. Wir werden's machen. Jetzt hört auf zu lachen, dann weiß jeder, worum es geht. Wir spielen zu dritt Resident Evil 3. Knallhart durchgenommen. Und da sind wir auch schon. Hallo an euch. Mhm. Ne? Guten Tag, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Letztes Mal hat der Gregor herausragend gespielt und hat auch am Ende abgespeichert. Wirklich, wir waren sehr begeistert. Und hat uns diesen Safe-Game hier geholt. Was haben wir denn? Haben wir viel? Wir haben den Granatenwerfer, wir haben die Schrotflinte, wir haben die Pistole, Munition und den Akku, den wir gleich benutzen werden. Und du wolltest nochmal zurückgehen in den einen Raum im Labor. Da hatte Gregor noch ein grünes Kraut und Schießpulver liegen lassen. Ja. Trotz neuer Tasche, die wir gekriegt haben vorhin, ne? Und sogar, bedenk, wir haben auch noch die eine Tasche nur bekommen, weil wir das mit den Juwelen nochmal mitgenommen haben. Wir hätten die theoretisch gar nicht jetzt hier. Ja. Und sogar noch zwei Slots weniger. Wir haben doch eine vermeintlich da durchs Fenster noch gesehen, die wir noch holen müssen. Und da wäre noch eine, ja. Ich habe schon ein bisschen Angst, dass jetzt nochmal einer kommt, aber wir haben ja eigentlich, also du hast alle schon erledigt. Ja, der Flammen, die Flammengranat. Theoretisch kann natürlich immer noch irgendwo einer rauskommen, aber ich glaube, das war's. Vergesst mich nicht! Der alte Harry! Vielleicht kommt einer zu spät, hat irgendwie lange gepennt. Im Labor gerade? Ich laufe einfach straight rum. Ja, stimmt. Perfekt. Der geradeste Weg ist immer richtig. Da meinst du, sie haben gesagt, wir können noch so ein Unterwasser-Setting brauchen, weil wir haben die ganzen Assets von Resident Evil 2 fertig. Ja. Wahrscheinlich schon Texturen noch mal im Einsatz jetzt. Das ist aber auch nicht so schlimm, oder? Finde ich auch nicht. Das ist schlimm, ich nicht. Geil, da haben wir sie. So, kannst du mal auf Select drücken, der Raum ist erledigt, ja. Also rein vom Gefühl her aus, also ich sehe schon, wenn die auch sagen, dass hier auch wieder ein bisschen mehr Action ist als sonst. Ne? Also nicht, dass Resident Evil 2 Remake Action wenig Action hatte, aber es knallt hier schon mehr. Es knallt mehr, man wird auf den man ist auf den Zehenspitzen, das meine ich. Man ist permanent so hektisch und wie gesagt, ich erwarte selbst hier jetzt nochmal, dass irgendwo was rauskommt, obwohl du schon vier von diesen Monsterviechern erledigt hast. Würde mich nicht wundern, wenn doch noch jetzt plötzlich Nemesis durch die Ecke kommt. Man muss immer auf der Hut sein. Okay, kurz. Siehst du, da kommt nämlich schon direkt irgendwas hoch. Was ist das denn? Okay. Guck mal, hier gibt's einen anderen Weg. Der Weg geht ja nicht. Das war ja das. Aber dann, du hast hier diese Leiter, wo du da durch kannst. Aber eine da oben Frage, wenn wir jetzt hier hochgehen, ist hier dann nicht offen? War diese Tür mit der Batterie. Ne? Das ist die Tür, wo ich hin soll. Das ist die Tür. Und da konnten wir nicht hin, weil wir ja runtergerutscht sind. Jawohl. Sehr gut. Okay, die Leiter hatte ich da auch nicht gesehen. Bin wahrscheinlich vorbeigelaufen dann daran vorhin. Stimmt, ja. Ups. Hat er die verloren? Nee, das kann nicht sein. Seine Handgranatensammlung. Das ist das Item, was da noch lag. Das hatten wir, glaube ich, letzte Folge schon gesehen, dass da noch rot war. Ja, stimmt, auf der Karte war es rot, aber ich habe es gar nicht im Blickfeld gehabt. Nee, hier bin ich knallhart vorbeigelaufen. Kurz erstmal schauen. Ja, brauchen wir auch den Akku. Ach, das. Ach so, aber den kann man schon wieder mitnehmen dann, oder? Nee, du bist den da, ne? Der ist jetzt scheint drin zu sein. Vielleicht kann ich ihn von draußen mitnehmen. Vielleicht gibt's auch noch mehr Akkus. Oh, oh. Boah, was bin ich dankbar für die Brandgranate. Ja, das ist schon geil, dass man die in einem Schuss da echt erledigen kann. Ey, die muss man sich auch nur für die aufheben. Ich möchte, dass wir die nie wieder benutzen. Ich meine, wobei die Granate auch gute Dienste geleistet hat, die normale. Stimmt, es war eine Granate und ein Schrotflinte, glaube ich. Und ich habe die Granate ja auch nicht mehr geworfen, als er den Mund auf hatte. Ich glaube nämlich, das müsste direkt ein Finisher sein. Oh, jetzt kann man wieder von der anderen Seite, das war hier unten im Übergang. Jetzt kannst du den Akku wieder ausbauen. Den Akku holen. Ja, du hast recht, der Akku. Da hast direkt das Rätsel gecheckt. Das ist Dark Souls, ne? Ein bisschen schon, ja. Das hat wirklich was von Dark Souls. Okay, zur Wache. Wache.
Ein Akku für alle. Okay, man weiß ja nie. Oh, ja, das ist die Tasche. Endlich. Jetzt haben wir aber Slots. Mhm. Ja, das ist geil. Okay. Ja, das haben wir jetzt. Musst du den Akku wieder mitnehmen oder musst du den da... Den nehme ich gleich mit. Ja, ne? Rentiert sich nicht, das irgendwie offen zu lassen. Warum ist ja fertig gespielt? Das Gefühl für hier brauche ich hoffentlich nie wieder hin. Das ist gerade bei Resident Evil ganz toll, wenn man weiß, alles ist fertig. Ich hätte das gerne auch so zu Hause, wenn man denkt, so geil, im Zimmer habe ich gerade alles aufgeräumt, Staub gesaugt. Ich muss nie wieder rein. Ins Grün, muss dann nie wieder was lassen. Genau. Und es suppt aber immer so nach dann die Tage, es wird immer wieder röter, der Raum auf der Karte. Bis du denkst, scheiße, jetzt muss ich ihn doch wieder aufräumen. Soll ich jetzt hier nochmal hin? Ja. Das war die erste Tür, die ich nicht öffnen konnte, weil ich da runtergerutscht bin. Okay, da muss er jetzt wahrscheinlich aber drin bleiben dann. Ah. Okay, ich habe nicht mal gelesen, die Anleitung. Da steht es mit den Schlössern, ja. Ich glaube, Carlos, kannst du mich jetzt hören? Durch den Abschnitt. Ja, Gott sei Dank. Alles in Ordnung? Ja, ich lebe noch. Bin ihn los. Super, die U-Bahn ist bereit. Wir hauen ab, sobald du zurück bist. Nicht am Kopf! Nicht am Kopf, da bin ich doch empfindlich! Den brauche ich noch. Jetzt hat er auch noch eine Waffe, weil die braucht er dringend. Ein Flammenwerfer hat er. Okay, so. Ich versuche erstmal abzuhauen. Ich laufe an dem vorbei. Scheiß drauf. Hätte ich auch gemacht. Das geht sicher jetzt nicht. Okay. Das geht alles, wenn du willst. Das reicht schon. Ich glaube, das hast du relativ richtig und gut gemacht. Naja, ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht. Ich dachte, das geht jetzt nicht. Du musst vorher erst irgendeine Batterie wieder finden oder so. Ja, was so. Also vielleicht ist es ja auch so, dass es mehrere kleinere Settings gibt, ne? Wo du so ein bisschen was machst, ohne dass du jetzt, okay, jetzt ist die Kanalisation bis 4 Stunden da. Und dafür ein bisschen mehr Abwechslung. Das stimmt. Ich mag diese kleinen Settings aber sehr, muss ich sagen. Also ich hatte nicht gedacht. Guck, genau. So. Ich habe nicht gedacht, dass es so funktioniert alles. Ich mag es nicht, wenn man 3-4 Stunden lang in einer Location ist. Kommt hier einer? Ja, das finde ich auch. Das ist so ermüdend dann irgendwann. Ja. Okay, komm, das machen wir noch schnell. Den kannst du noch mischen, ne? Und das Schießpulver auch. Ja, weiß nicht. Muss man sich ja manchmal auch aufheben, oder? Also man kann ja auch andere Sachen kombinieren. Ah, jetzt habe ich schon eine Dings vergessen. Du kannst sie in der Kiste mit Select, dann... Also siehst du, jetzt habe ich nämlich nur die explosive Granaten. Leider. Na gut. Mit Select kannst du nochmal die gleiche Gattung sortieren, dann siehst du, wo alle Pulver sind. Ja. Ich würde mal gucken. 2 Schuss noch drin. Ja. Na komm, also den Granatwerfer behalte ich dann schon. Ja. So verrückt bin ich auch nicht. Also jetzt haben wir, wir haben jetzt doppelt so viel Inventory wie am Anfang, oder? Und 4 Taschen, oder? Genau. Also 8 Slots. Das ist 3, oder? Wenig. Nee, oder wir haben schon 4? Haben wir nicht schon 4? Haben... Ah doch, nee. Ja, wir haben ja eine extra. Ja, doch, du hast ja, ja. Okay. Ja. Das ist absurd schnell. Ja, stimmt, bis wir so viel bei Resident Evil 2 hatten, hat es auch lang gedauert. Ignoriert ihr, ne? Ah, shit. Ah, shit, da steht auch einer. Hab ich auch nicht gesehen. Ach, kannst du eine Granate nehmen? Ja, oder? Ist jetzt keine Verschwendung? Nee. Nö. Und, jetzt war es eine Verschwendung. Außer das, weil ich... Okay. Ich hab nicht... Ich meine, das war dumm, aber ich habe auch nicht gewusst, ich wollte sie links an die Wand werfen. Die hat sie irgendwie so ein bisschen zu weit nach rechts. Voll, alles okay. Aber das ist... Du weißt, wie es ist, ne? Ja, das tut weh. Ja, das will Gott. Keiner sehen. Oh, der Simon... Wenn ich spiele, spiele ich immer perfekt. Ich habe das First Try alles geschafft.
ohne einen Schuss zu verschießen, ohne ein Kraut nur dran zu riechen. Guck mal, er hier, er ist First Try, Alter. First Try hard. Ist gerade so ein bisschen... Hier kann man nicht lang, okay, dann muss ich wohl doch hier. Er ist so gerade so ein bisschen, ha, wir wollen mal hier das Ungeziefer. Verbrannte Erde, der lässt einfach nichts übrig. Kein Level wird betretbar sein. Was ist das? Ah, ja, mach. Ha, Alten. Ach, was für ein Glück. Hm. Wirklich Glück gehabt. Wir laufen die Bretter, wie sie Bretter, wie sie fallen. Ja, wollte ich gerade sagen, anstatt dass man sie nimmt und irgendwie hinlegt, so die kippt sie einfach um und die fallen dann so. Ich hoffe aufs Beste. Nicht mehr umgucken, sondern klettern, mein Freund. Und jetzt? Okay, weiter hoch. Auch wieder hier hinterher noch. Ist natürlich schön gescriptet, aber gut gemacht. Alter! Hör doch mal auf mit dem Flammenwerfer, Mann! Und jetzt springen! Die hat aber auch ein Glück, die Frau. Ob der... Aber es erinnert mich echt, also abgesehen von Nemesis und so und von der Stadt, erinnert mich das nicht sehr an das Originalspiel. Ah, hat nahezu nichts damit zu tun, würde ich fast sagen. Ist was jetzt nicht schlecht ist, ist eine sehr also anders als zwei. Eigene Interpretation des Spiels. Ich finde es okay. Also ich finde, 2 hat schon gezeigt, wie man was perfektionieren kann, was schon gut ist. Hier ist es jetzt ein bisschen anders. Ja, nee, brauchen wir nicht, ne? Ah, ich will immer... Ach, komm. Nee, okay, mix mir mal ein Kraut. Das finde ich richtig. Und die Granate gebe ich jetzt weg. Das ist die Strafe dafür. Ah, Moment. Das ist Abrissverzögerungsankündigung. Generatoren zum Dach. Da brennt die ganze Luzi, ey. Ja, wenn er so krass springen kann, brauche doch gar nicht hinterherlaufen. Ich glaube, du musst deinen Tank treffen. Die Kreatur besiegen. Danke für diesen Tipp. ja. Probieren wir gleich mal. Da ist, links ist irgendein Item oder sowas. Geil, hast du schon. Aber Headshots bringen auch was, ne? Richtig gut. Ja. Ja, aber er macht ja nichts. Der hält noch ein bisschen mehr aus, bestimmt. Ja, der Tank aber doch nicht. Der so, ja, schlägt stimmt. doch der schon Hans, leck. Puh. Oh. Das ist schon okay, wie ich das mache mit den Items wegnehmen, in die Kiste packen und so. Ja, du findest hier ja noch hier. Kritisiere ihn mir nicht. Es hat keiner ja, kritisiert, aber. Nein, danke für die Antwort vorsorglich. Das ist die Panik. It's raining fire. Okay. Bringt das was mit dem, so viel auf den Tank zu ballern? Weil es reagiert ja gar nicht da drauf. Ja, aber das muss schon richtig sein. Der Tank brennt ja auch. Irgendwann explodiert er. Ja, wird er roter? Ja, ne? Der er oder der Tank? Der Tank, glaube ich. Oder leuchtet er? Ja, der Tank ist schon rot. Nimm auch mal Shotguns oder so sonst, ne? Ja, aber da treffe ich ja noch schlechter. Aber den Tank. Ja, gut, vom Weiten schon, ja, da hast du recht. Okay. Endlich. Okay, ja, und jetzt? Gut, ja, weitermachen. Stufe 2. Oh Mann. Ja, wirklich? Mit einem Granaten oder Schottis, ne? Aber kann ich gar nicht... Achso, du kannst die nur live wechseln, während du es hast mit dem linken Button. Du musst die gezogen haben und dann LB. Oh, nee! Du Arschloch! Oh, Alter. So, jetzt aber. Sag mal, ey, kann mal einer sagen, dass das uncool ist? Ich akzeptiere das nicht! Okay, das ist eine gute Taktik hier. Du. Ey, Nase, ey, das ist, weil es scheiße ist.
Ah, du hast ihn da. Ja, drei getroffen, drei daneben, ist mir okay. Was, bei Granaten? Das ist Maximum schlecht. Ja, aber das ist ein Boss. Du sollst wahrscheinlich deine Granaten hier alle wegballern. Hab ich auch. Oh! Der What? Spießt mich mit dem Flammenwerfer auf! Ja, okay. Ja, immer, ich konnte. Liegt hier noch ein Spray rum? Ey, hab ich nicht noch einen Schuss da? Ah. Ja, einen hast du noch. Und so ein Shotgun. Oh, shit. Bin sehr deprimiert. Bin sehr unglücklich mit dieser Situation. Ich hab gar nicht mitbekommen, dass du geschossen hast. Oh. Zieh dir jetzt. Ja. Nee. Mann! Uff. Wie habt ihr euch das denn vorgestellt? Ich finde, es war ein richtig guter erster Versuch. Mach nochmal. Ja, ja. Ich habe viel zu wenig Auflademunition und so. Ich habe viel zu wenig Kram dabei. Ich habe es natürlich jetzt vorher alles reingesteckt, das sehen wir alle. Aber ihr, euch ist hoffentlich auch Kannst klar. Kannst du es einmal alles sortieren vielleicht? Entweder alphabetisch oder automatisch? Einmal select. Never ever wird hier nochmal irgendwann was sortiert. Oh Mann, oh. Okay. Oh, das macht mich traurig. Warte mal, habe ich noch ein grünes irgendwo? Ja, ja. Ich habe ja sogar noch hier. Kannst sogar mischen, ja. Was hat der Typ beim Interview nochmal gesagt? Du kannst theoretisch alles mit dem Messer durchspielen. Wäre ja kein Problem bei Nemesis jetzt. Wollte gerade sagen, das habe ich bei Resident Evil 2 auch gedacht. Ja. Gut. Sehr schön. Hey, war da. Hammer. Ah, und du, sein Tank ist schon explodiert jetzt, ne? Ja. Boah, wie, das hast du richtig gut gemacht. Ja, aber guck doch mal. Ich meine, ja, okay, hier muss ich wahrscheinlich eher eins benutzen. Das ist nicht so schlimm. Das ist ein Treffer. Ja. Du hast ja noch Health Items. Und da liegen noch mehr Granedos rum. Natürlich. Ah. Ah, noch habe ich Zeit. Ja, das. Ja. Boah. Guck mal, er ist besiegt. Der ist noch auch gestunt von der Granate. Oh. Oh, ist er besiegt? Oh. Du hast ihn! Du hast ihn! Du hast ihn! Ja, fantastisch. Okay. Mann, ich hab die Items. Du hast die Items fliegen lassen! Ja. Die ganzen Items! Nein! Oh. So viel Schuss! Ich würde neu laden. Mann, das macht mich jetzt gerade fast schon depressiv. Aber guck mal, das war bestimmt Speedrun-Zeit, in der du ihn das jetzt ist, das sind Speedrun-Threads hier. Das waren ja. 37 Sekunden oder so. Nein! Auch, ich finde das mit den Items zu vernachlässigen. Geh weg! Auch echt wenig verbraucht. Naja, gut, ja. aber das jede einzelne Patrone tut weh. Ja, richtig gut funktioniert. Bei Tomb Raider wird sie jetzt komplett aufgespießt sein, ne? Das stimmt. Und dann es wird noch drei Verkettungen geben, wo sie noch weiter runterfällt. Ja, ja, genau. Aber und dann humpelt sie für 2 Minuten und das war's dann. Aber wichtig ist, dass sie diese Bergsteiger-Axt benutzt, um sie irgendwo einzuhaken. Oh, das, ja, stimmt, das fehlt mir hier ein bisschen. Ja, das, also wenn ich jetzt nicht mal kurz meine Ruhe habe, dann weiß ich aber auch nicht. So, und wer hat jetzt alles volle Items, die er nicht braucht? Ich finde, das war Hammer gerade. Das war super gut, das hast du super gemacht. Du kannst die Schrotflinte nachladen. Hier, Jill, hörst du mich? Laut und deutlich. Alles klar bei dir? Ja, der Mistkerl ist tot. Klar, ja. Gut. Little does she know. Was hast du dir dabei gedacht, als Köder herzuhalten? Du hättest sterben können. Komm, spar dir das. Ich hab getan, was nötig war. Ich weiß und danke. Die U-Bahn ist abfahrbereit. Beeil dich! Gar nichts mehr, oh Mann. Das ist nicht so schlimm. Restaurant. So.
Kann ich denn jetzt nicht von hier die anlocken und dann vor die Tonne locken? Schieß sie doch einmal an, vielleicht kommen sie dann. Ja, dann habe ich wieder einen Schuss verbraucht. Ich locke die alle erstmal hin. Du kommst mit. Hier, der Move, den hätte ich bei Nemesis einfach viel häufiger am Ende benutzen müssen. Alter. Komm. Und du doch sicher auch. Da kommen sie. Na gut. Das ist gut. Ja, drei Stück schaffst du. 3, 2, 1, Zündung in. Ja. Hammer. Nice. 4 sogar. Das war gut. Oh, dieses knusprige Brutzeln. Krieg ich Hunger. Guck mal, sogar der auf der Lage. Der wurde auch ein bisschen gebrutzelt. Ja? Großartig. Ja, hier liegt viel rum. Okay. Ah, wir erinnern uns. Ah, hier guck mal. Hier geht's runter. Wir sind beim Gunshop. Das heißt, das RPD ist hinter dir, oder? Er müsste hinter mir sein, ja. Das ja eigentlich könnte man da doch jetzt hinlaufen, ne? Aber meinst du, dass die Parkgarage ist? Garage, genau. Ja. Wahrscheinlich, da ist ja zu oder so, nehme ich an, aber so, ich muss gucken, jetzt ob hier noch Items sind. Krass. Vorher will ich aber wirklich noch mal, ich habe hier eindeutig so viel liegen gelassen. Ah, Schloss. Kriegt man das auf? Ja, brauchst wahrscheinlich so einen kleinen Schloss. Schlüssel finden wir wahrscheinlich im Kendo-Shop. Sagt mal Bescheid, wenn ihr irgendwo Kendo-Shop. Ja, war naheliegend, oder? Ja, ein bisschen. Shit, hier liegt einfach nix. Na, vielleicht ist es auch. Gehört der Kendo-Shop noch mit zu dem Kartenabschnitt? Könnte sein. Und das Gatter ist hier zu. Storymäßig müsste es ja eigentlich auch noch vor Resident Evil 2. Also hier links. Da war ein grünes Kraut. Genau. Ah, aber hier ist vorher noch ein Koffer. Das ist es nämlich. Aber da links ist auch noch ein grünes Kraut, genau. Ist das da. Item vielleicht hier? War das grüne Kraut, ja. Hat noch keiner hingepflanzt. Wie seht ihr das denn? Ach so. Das war original vorher. In Teil 2. Ja. Scheiße. Guck mal aber auf die Karte, vielleicht war das Item schon hier draußen. Ja. Ja. Ne? Cool. Das heißt aber, da drüben ist auch noch was. Da drüben liegt noch was. Okay, gut. Da gehen wir noch mal rüber, oder? Können wir nicht mehr. Brauchst da, glaube ich, nicht mehr hoch. Ah, du bist hier runtergesprungen. Die machen einem ganz schön Ärger mit den Items. Das ist nicht so schlimm. Das ist furchtbar. Schlimmer als unsortierte Kisten, nicht aufgehobene Items. So hat jeder seine Nemesis. So. Ich lass Leon, Pulver. Aber nix da. Nehme ich alles mit? Alles uns. Oh ja, da liegen sogar die ähnliche Sachen. Ah, kannst du direkt kombinieren? Ja. Mhm. Und durchladen. Ja, gut, genau. Oh, die Schrotflinte. Ich habe das Gefühl, dass die dann länger wird. Meinst du, dass sie groß wird? Das wäre okay, ja, aber trotzdem. Ja. Und da passen dann eigentlich auch mehr Schuss rein. Ach, da waren schon Schuss drin. Mhm. Das ist super. Das ist ja genauso wie in Resi 2. Oh, bleibt einer übrig, den verschießt du einfach jetzt. Ja, falls wir es. Nee, macht es nicht. Nein, aber ich meine nicht. Halt! Mich, Jill! Kendo, dir geht's gut. Gut, ist übertrieben. Sorry für den Schrecken eben. Wusste ja nicht, was mich erwartet. Welchen Schrecken denn? Tatsu, wir benutzen die U-Bahn, um Leute rauszuschaffen. Bist du dabei? So. U-Bahn. Nun, gute Idee. Wenn wir draußen sind, gibt's viel zu tun. Er guckt zu seiner Tochter. Wir brauchen jemanden wie dich. Was ist? Nichts, ist nur schlechtes Timing. Hat noch was auf dem Herd. Hör zu, sorg dich nicht um mich. Ich finde schon einen anderen Weg, okay? Das musst du. Du bist hier der beste Waffenschmied. Ach, nein. Mach keine Dummheiten. Oh, das ist dein Job, was? Mach's gut, Jill. Das ist der kleine Schlüssel, den wir nicht nehmen können. Oh, das hat gar nichts gebracht. Nimm am besten die Seitengasse vorne beim Laden, okay? Der Schlüssel hängt an der Wand. Ja. Oh. Kiste. Nice. Ja, komm.
ein guter Endkampf, den kann man ruhig überschreiben. Hier ist nichts mehr, okay. Deshalb gab es so wenig für Leon dann, ne? Tut mir leid, jeder ist sich selbst der Nächste. Und das Ding war ja offen in Resident Evil 2. Jetzt wissen wir auch, wer das Schloss weggemacht hat. Ah, ja. Ja, ist ganz schön, dass sie so ein bisschen auf die Kohärenz irgendwie achten, dass das zusammenpasst. Ja, okay. Ah, war denn Alter, so ein Kopf. Der ist aufgestanden hinter dir, oder? Ja. Oh, ja. Ja, nice. Naja, das ist ja nun wirklich auch nicht schwer. Oh ja. Oh. Shit, obwohl ich so nah dran war. Zwei Schüsse. Ja, du brauchst immer zwei bei denen. Ich dachte, wenn man, na, du kennst es ja, ne? Wenn man nah dran bleibt, dass er dann vielleicht spratzt, aber nee. Das ist die Sicherheit gegen Shotguns. Parasit. Nehmen auch sie Parasit. Ey, wir haben uns auch in der Demo haben wir uns angeguckt, was passiert, wenn der uns frisst, Fabian. Und das ist sehr schön. Der saugt dir wirklich, der lutscht dir quasi den Kopf einfach vom Hals. Du hast unter den Bobblehead gerade nicht mit dem Messer zerstört. Ja, du hast recht. Sieht aus, als hätte er so einen Stapel Handtücher als Kopf. Oh, komm, ernsthaft, auf die Entfernung? Hat einen Job als Hotelfachangestellter. Nein, heißt nein. Gut. Ja. Jetzt, da ist nicht mehr viel über. Da ist nicht, wirklich nichts mehr da. Shit, also Pistole kann man sich bei denen fast sparen, oder? Ja, die sind extra geschützt davor, ne, mit der Headcrab da. Ah, Kunst. Was mit der Tür unten? Die geht nicht auf? Guck mal, normale Wohnhäuser. Sieht man Resident Evil echt selten? Ja. Laser Times. Haben die eine Xbox da? Nein, das ist ein Radiowecker. Nee, es ist eine realistisch eingerichtete Wohnung. Die haben keine Xbox. Schau mal hier, die Statue über dem Eingang wackelt an windigen Tagen. Sollte sich der Kopf dieser Statue eines Tages an einem Geschäftsgang losreißen? Diese Todesfalle muss da endlich runter. Wir merken uns den Spielladen. Ach, habe ich das gar nicht dabei gehabt. Hast den Dietrich drin gelassen? Ich hab's vorhin gesagt. Aber den kleinen Schlüssel kannst du wegschmeißen. Echt? Woher weißt du das? Ach, da ist ein Mülltonnen-Symbol. Ah. Okay, gut. Müssen wir halt gleich nochmal hin. Soll ich direkt zurück den Schlüssel holen? Ich meine, den brauchen wir sicher noch häufiger. Ja. So weit ist es ja nicht. Nee. Und du hast sie ja auch erledigt, die Johnnies hier. Ja, das ist dann auf jeden Fall der Vorteil, wenn man von vornherein alles niedermacht. Hast nicht so Speedrun-Probleme, dass du... So, warte mal. Wo war... Ah, hier. Ja, war ja hier. So. Moment, da war ja eben noch Flintmunition, genau. Ach. Entschuldigung. Tut mir echt ein bisschen leid, ne, wie jedes Mal das Aufmachen der Türen dir schon wehtut. Das ist einfach Hornhaut an den Ellbogen entwickeln. Genau, muss ich mittlerweile mit der Zeit einfach entwickeln. Auch wie oft sie sich über den Boden rollt und so. Geil. Granaten. Muss ja aber auch zugestehen, also sie hat schon wirklich stabile Knochen. Ne? Ja. Also bei all den Sachen ist genau wie aus dem gleichen Holz wie Lara Croft geschnitzt. Jetzt ist es ein bisschen dieselbe Person in unterschiedlichen Universen eigentlich. Es ist alles derselbe Prototyp. Was denn jetzt schon wieder? Oh. Ja, wo hat er denn das jetzt? Ja, was soll das sein? Was ist denn das? Guck dir das mal an. Oh, jetzt hat er seinen Raketenwerfer. Okay. Mit Laser. Raketenwerfer? Echt jetzt? Ja, das denke ich mir aber auch. Scheiße. Achtung, Rennmanöver. Oh, der hatte keine Arme. Huhuhuhuhu. Ah! Alter, wie viel? Oh. Gut. Gut.
Hammer ist immer. Hammer. Alter! Ach, und wir sind beim Umspannwerk wieder. Oder? Jill, alles klar? Jetzt nicht Ferngespräche führen. Er verfolgt mich wieder. Willst du mich verarschen? Dachte, er ist tot. Ich auch. Shit! Ja, der hätte ich jetzt. Alles gut. Uiuiui. Mein Gott, die wäre schon 100-mal tot. All die Splitter. Das ist doch so Filmlogik, ne? Dass die Explosion ausreicht, um dich irgendwo hin zu transportieren, aber du machst keinerlei Schaden dabei. Die Explosion dabei. Macht dir nichts, aber die Druckwelle. Genau. Ne? Die ganzen Metallsplitter, die in alle Richtungen davonfliegen. Mäh. Du hast schon den Hecken verloren, das wundert mich. Ist das Messer equipped oder hast du es abgelegt? Ich habe kein Messer. Scheinbar. Ja. Nee, hast keins. Ja, brauchen wir auch nicht. Hast du versucht, auf ihn zu schießen? Komm zurück zur Station. Ich führe ihn direkt zu euch. Schon okay. Vertrau mir. Stimmt, wir haben einen ganzen Waggon von Zivilisten. Mit dem können sie ihn doch irgendwie aufhalten. Ah, wir sind wieder hier. Alter, wie das aussieht. Toll, oder? Ein Donut-Shop. Eine Grafik-Engine ist über jeden Zweifel erhaben. Das ist eine geile Geschichte. Das ist der Kopf! Das ist der Kopf! Auf! Geil. Eine Todesfalle. Ja, aber halt wirklich auch. Die hat recht. Der Leserbrief hatte recht. Oh Gott. Du hast doch den Kopf. Was willst du denn noch? Du musst nach rechts zur U-Bahn wieder, ne? Ich muss hier lang, nein. Ja, doch, wieder zurück durch den... Ey. Ja, da genau. Weg. Dadurch? Ich kenne den Weg ja nicht so genau. Wie Google Greg. Hier lang! Oh nein! Wir erinnern uns, die Cutscene mit der Tankstelle. Das kann nicht gut ausgehen bei der Tankstelle. Mit dem Granatenwerfer. Oh! Proximity Mine. Das war der Trick. Alles klar. Das war alles? Die Mine? Das war seine Idee. Der ist ja gerade mal gestolpert. Ja, genau, das wird helfen. Komm, vergiss ihn einfach. Oh, das ist eine sehr gute Idee gewesen. Da, schade, da gibt es eigentlich eine sehr schöne Cutscene, ne? Wenn man in dem Diner ist oder dem Gebäude und dann kommen durch die Fenster kommen die Zombies. Eine sehr schöne Sequenz. Aber tatsächlich trifft man ihn hier auch. Also ungefähr, so ganz vage, die Ideen Carlos, werden schon beibehalten. Sie hatten keinen tollen Start, aber danke für die Rettung. Hey, du hast mich zuerst gerettet. Du bist einiges mutiger als ich. Gut, gut, dass wir das geklärt haben. Was zählt ist, dass wir jetzt alle aus der Stadt bekommen. Ja, dann bist du sicher. Was ist mit dir? Wie es aussieht... werde ich die Bahn nicht nehmen. Wieso nicht? Es kommen neue Befehle. Ah. Wenn das hilft, die Stadt zu retten, macht mir das nichts aus. Ich glaube, der hat die Befehle nicht gelesen, oder? Ich glaube dann das Gute in Umbrella. Ich glaube, dann bleibt Jill aber auch da. Sage ich ganz ehrlich, ist meine Einschätzung. Ja, ich befürchte, sie wird... einen auf Held machen. Ich helfe dir natürlich. Arbeit. Dein Ruf ist wirklich verdient. Steig ein, die U-Bahn fährt gleich ab. Carlos, Tyrell, ihr habt eure Befehle. Ihr müsst wieder raus in die Stadt und Nathaniel Bark finden. Das ist nicht der letzte Zug raus, oder? Keine Sorge, sobald die Zivilisten sicher sind, kommt die Bahn zurück. Schon gut, geh ruhig vor. Ich gehe schon nicht drauf und lasse dich in der kalten Welt ohne Carlos zurück. Okay. Ich mag ihn. Ihr müsst diesen Forscher finden. Sein Impfstoff könnte uns alle retten.
Siehst du? Du lernst. Nur dein eigenes Leben ist wichtig. Viel Glück. Abfahrt! Oh, will denn niemand von euch jetzt? Ich hab schon genug. Ich könnte ja noch mal, ja. Ja, dann kommt gleich mal. Fabio. Jetzt kommt schon wieder so ein richtiger Scheißabschnitt. Ich bin überrascht, dass sie wirklich mitfährt. Ich hätte gedacht, spätestens jetzt du bei der... Du glaubst nicht wirklich, dass ein Schreibtischtäter wie Bart noch lebt, oder? Angeblich tut er das. Warum? Sorgst du dich um deine Kollegin? Oder was anderes? Ist das ein Verräter? Ja, klar. Komisch, dass hirnlose Zombies einer Kolonne so auflauern konnten. Komisch, dass das Tor verschlossen war. Meinst du nicht? Was war das? Oh. Alter! So viel zu den Zivilisten. Ja. Halt einfach alle! Alle weggesnackt! Lass es! Komm, hier lang! Nikolai, was machst du? Na, betrügen! Er ist nicht hinter mir her. Oh, das ist ein Winker. Oh nein. Und tschüss. Jetzt. Von meinem Zug, Dreckskerl! Das war im Original eine Granate nur. Mhm. Besser. Gefällt mir so viel besser alles. Mhm. Ich hätte Nikolai trotzdem nicht vertraut. Wie kann man dem vertrauen? Dem fehlt nur noch eine Narbe übers Auge, damit jeder weiß, was er ist. Das ist eine Weile her. Die U-Bahn müsste aus der Stadt raus sein. Gib sie schon mal. Deinem heißen Date? Ach nee, so eine ist sie nicht. Danke. Sie ist ganz anders. Danke. Ach was. Ah, okay. Hier ist die Polizeistation. Ganz sicher. Ich muss noch ein bisschen den Controller sauber machen. Das ist der Startplatz vom B-Adventure, oder? Hinten am Grabplatz. Ja. So, was haben wir denn mit ihm? Messer, Pistole. Toll. Jetzt wird nur geballert. Sturmgewehr. Sturmgewehr, Munition, jede Menge, nichts zum Heilen. Und denk dran, du kannst alles verballern. Merkt ihr eigentlich auch, dass es so ein bisschen verbrannt hier riecht? Ist das der PC? Wird er irgendwann so heiß oder fällt das nur mir auf? Achso, ja, ich rieche, der PC soll es eigentlich nicht sein, aber ich rieche es gerade auch. Oder vielleicht grillen wieder Kollegen im Garten. Ja, wir haben hier so einen kleinen Generator, der irgendwie gerade Strom für alles Mögliche liefert. Diesen Geruch absondern. Ja. Es ist aber noch kein schlimmer Geruch. Geld, halt! Die! Komm schon, Mann! Nicht du auch! Oh nein! Tut mir leid! Tut leid! Was? 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 Ah. Mann, Brad! Ach, Brad, er hat das gemacht. Du Arschloch! Du warst das! Ja, echt, ne? Ja, ach, wirklich! Mann. Der arme Marvin. Wie bei Star Wars. Plötzlich hängen sie alle miteinander zusammen. Aber warum konnte er reden? Bleib bei der Tür! Ich erledige den hier. Er hat R2-D2 gebaut und dann Marvin gebissen. Natürlich kann er reden. Oh, jetzt musst du Brad umbringen. Erstaunlich ist das. Sehr gut, Mann! Was? Der steht immer noch! Alter, what? Der ist aber widerstandsfähig. Er ist auch ein. Ist auch Alpha-Team. Nee, das gibt's doch nicht! Den hast du lassen oder nicht? Nein. Den haust du jetzt weg! Der kommt weg. Boah! Okay, was hat er? Auch ein Item. Den Schlüssel. ID-Card. Ah. Das ist ja hardcore. Das könnte nicht. Okay, er muss, glaube ich, hier draußen noch was? Ich gucke mal. Nein. Aber jetzt ernsthaft, warum konnte er reden? Das ist doch nicht. Das haben wir noch nie gehört. Das haben die nicht ohne Grund eingebaut. Erledigen wir den Job. Naja, weil er halt so an der Grenze, ne? Dann ist Bart im Stars-Büro. Wir müssen ihn und nehmen ihn in Gewahrsam. Das wissen wir noch aus der. Ich dachte, das ist eine PS1-Version, wo das Stars-Büro ist. Aus der Demo-Version, ja. Carlos, sieh dir das an.
Hab das Stars-Büro gefunden. Denk dran, Bart hatte Zugriff auf Umbrellas dunkelste Geheimnisse. Er weiß, dass wir ihn in unsere Gewalt bringen wollen. Also ist diese Such- und Rettungsmission eher finden und festnehmen. Okay, gut zu wissen. Ich mach's Tor auf, dann kannst du durch. Du bleibst hier und findest raus, was in der Station los war. Ich sag dir, wenn ich was finde. Ob die Entwickler von Resi 2 wissen, dass die Entwickler von Resi 3 einen Teil ihres Spiels geklaut haben? Haben die angerufen? Sitzen gerade total wütend da. Kann ich eure Diskette mit benutzen? Wir wollen was ganz Kleines machen. Nur ganz kurz mal durch die. Wie viel Räume? Ja, gib mir mal alles von unten bis ganz nach oben zum Stars-Büro, okay? Was? Das ist ja die Hälfte der Map. Es kann sein, dass der Controller-Akku bald leer ist. Ich musste ihn nämlich gerade neu anmachen. Na, warte, bis Weltgegner-Kampf. Oh, ja, dann, okay. Ich habe noch einen anderen. Mit Meme draus. Ich habe noch einen anderen Controller hier. Ich konnte ihn jetzt wieder anmachen, aber ich sag's nur schon mal. Ich hol schon mal. Wir haben schon mal alle Items hier gefunden. Wo muss ich jetzt lang? Also, Stars-Büro ist oben. Ja. Jetzt ist ja wahrscheinlich alles anders. Er hat das Tor aufgemacht. Ja, das heißt, dann ist es der ganz normale Weg. Ich kann ihn dir auch sagen. Einfach geradeaus, immer geradeaus und dann irgendwann rechts. Oh, da links liegt was Interessantes. Wie man den auswendig kennt, den Weg. Kann ich nicht aufmachen. Wäre ja auch schade, wenn wir es immer noch nicht. Kannst du dafür denn benutzen? Ah, da, ID-Karten brauchst du. Mhm. Achso. Ja, aber Moment, du hast doch eine ID. Ich hab doch eine ID-Karte. Ja, praktisch. Hätten wir nicht aufmachen können, wenn wir ihn nicht besiegt hätten. Was die alle für geile Hightech-Sachen haben, ne? Nur damit man diese Rätsel machen kann. Irgendwelche Akkus, irgendwelche ID-Kartenkisten. Das sind voll die guten Ideen, nur. Ist so wie, wenn du nicht willst, dass Leute an deine ganz normalen Sachen reinkommen. Ich würde jetzt nicht Munition verstecken, sondern da gab es so eine Meme, die durchs Netz gegassen ist, wo man so 5 Safes aufmacht und innen drin ist eine Rolle Klopapier. Ist was los, ne? Boah, ist das toll, dass man diese Seite jetzt mal sieht, ey. Wie die beiden da hingekommen sind. Genau, Mann. Der eine hängt jetzt oben rechts wahrscheinlich. Super gut. Also ich mag's. Auch wenn man da nochmal durchläuft. Die nächste, weiter geradeaus noch. Hier ist kein Item in dem ganzen Ding. Nee. Muss alles deswegen lag der da. Kein Zombie. Greift er mich jetzt an? Nee. Der muss ja noch liegen bleiben. Kontinuität. Ach, stimmt. Genau, genauso wie der jetzt auch nicht runterfallen darf. Ja, sicher, ne? Ja, fällt nicht runter. Muss weiter geradeaus, keine Sorge. Hier müssten sie jetzt durch die... Ah, natürlich. Schon wieder weg. Ah, deswegen war das Fenster offen, weil da der Licker rausgesprungen ist. Nee, das ist irgendwie geil. Ich würde gerne wissen, wie eng die alle miteinander arbeiten. Ob sie sich ein bisschen abgesprochen haben oder ob man einfach... Okay. Geht wieder los. Pi mal Daumen. Oh, dieses Gewackel der Köpfe. Ja, oh, aber voll. Mit der ist das schon echt gut. Selbst wenn ein, zwei daneben gehen, macht das ja nicht so viel. Ich messer ihn noch tot, oder? Ja. Solange du nicht so zielst wie die Cops im Intro, machst du eigentlich alles richtig. Oh, oh, der Slash. Oh. Ah, Mann, das gibt's doch nicht. Der slasht anders als Jill, ne? Der macht ja so eine Schwingbewegung. Stimmt. Das war's. Ja, vielleicht noch ein Safety-Shot auf dem Boden, bevor du... Also nicht jetzt, ich meine aber später, wenn du das nochmal machst. Ja, später noch. Und was? Beim nächsten nochmal draufschießen. Oh. Und da haben wir das Fenster-Zitat von Teil 2 im Original. Hallöchen. Ui. Ja. Das war's. Ja, wirklich? Ja. Wusstest du das? Sonst wäre da am Kopf noch was geplatzt. Ja, sie hat sich nicht mehr bewegt beim Draufschießen. Aber du machst das so bisher auch ganz gut. Hallo. Das ist nett. Ich mag, dass das mal mit ihm spielt. Das war doch in Resi 3 auch, oder? Ah, nein, weg. Du warst schon durch. Du warst schon weg. Hier links ist was und rechts auch. Items, meine ich. Ja, vielleicht sind die auch gar nicht hier. Das nee, in Teil 2 waren die hier. Ja, aber da müssten sie doch jetzt auch da sein, verdammt. Als ob noch einer rumgelaufen ist und Items verteilt hat. Geil. Okay, und die Tür wieder zu, perfekt. Oh. Ah, Flashbangs. Sehr gut. Also gibt's jetzt doch diese Schutz-Items. Aber bisher nur bei ihm. Nur bei ihm, ja. Ich finde das aber toll, wie sie es aufteilen. Dass es nicht exakt dasselbe ist eigentlich. Ist richtig cool. Also, sie kriegt dafür das. Also sie kriegt das Dashen, er kriegt jetzt hier die auf. Oh. Guck mal, hier, wo das. Da war der C4-Block oder so, also zumindest der Zünder, ne? Ja, gut, können natürlich nicht alles. Du, ne? Du kannst aber auch sagen, Marvin hat währenddessen echt Übles hier drin. Die Sachen nochmal umgeräumt. Ich habe das Gefühl, die haben das so ein bisschen linearer umgebaut alles jetzt hier, oder? Es ist weniger
so Exploration der immer gleichen Orte als im zweiten Teil. Ja, du, es war ja auch im Resident Evil 3 Original so, dass es so eine limitierte Ecke vom RPD war, durch die du durchkannst. Ja, bisher ist es aber schon der typische Weg. Ne? Okay, hier ist rot jetzt auf der Karte. Ich habe leider keine Granate oder so. Die wäre so gut. Flash, nimm doch die. Kannst die Flash und dann die vorbei. Genau, du kannst sie einfach nur mal. Ja, aber ich will den Raum ja auch untersuchen. Der ist ja rot auf der Karte, ne? Doch. Ah, okay. Es gibt ja auch mehrere Türen jetzt hier. Aber ich glaube, dass links einfach nur ein Kraut oder sowas ist, ne? Wahrscheinlich lohnt sich's nicht. In welchen Raum soll ich denn gehen? In Schließfächerraum? Du musst geradeaus weiter und den Gang hoch. Da, genau. Die anderen Räume hier alle auslassen. Eventuell auf dem Rückweg, oder? Okay, dann benutze ich erstmal nur die Flashbang. Ich meine, du kannst Items eh nicht mitnehmen, von einem Charakter zum nächsten. Jetzt raus und schnell weg. Weiter, nein, 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 der falsche Gang, du bist der falsche Gang. Was? Du gehst den falschen Gang. Oh, ihr habt recht. Umdrehen, rechts und dann links hoch. Rechts hoch. Umdrehen, rechts hoch, dahin. Links. Schaffe ich jetzt eh nicht. Es wird alles schief. Das gehen. Schaffst du. Du musst die, die machen, wackeln, ne? Noch. Beeilen. Ja, hast geschafft. Oh, oder noch. Renn, 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 Mann! Ja, wirklich? Der jetzt renne! Ja. Oh. Hier rechts könnte was liegen. Nee. Da ist der Safe-Raum noch, ne? Ja, manchmal liegen die da ja ein Kraut hin oder so. Bretter. Soll ich den benutzen? Ja, benutze ihn mal. Na gut. Du das sagst. Vielleicht liegen da noch Items drin. Ja, auch, ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass man reingehen kann, aber ja, cool. Okay. Beständiger Tresor. 7. Könnt ihr euch 9, merken, ne? 15-7, 9, 15-7 ist eigentlich der alte, ne? Ist das der alte? Ja, du kennst ja die alten Codes noch. Naja, ich kenne sie nicht, aber ich glaube, das ist der alte. Ja. 9, das war der für die Tasche im. 9, 15-7, okay. Im Westbüro da. 9 mal nach links, 15 nach 7. So kann ich es mir merken. Spul einfach im YouTube-Stream zurück, dann kannst du es sehen. 15 nach 7. Könnte ich die Dinger nur mit Kameras umbringen? Was ist das? Das ist nochmal Project Zero. Mit den Kameras. Ja, stimmt. Oh, wie toll, ey. Auch Sturmgewehr ist auch eine schöne Waffe hier. Genau das, was man hier braucht. Okay, alles gefunden. Da ist nichts drin. Hast du gespeichert eigentlich? Ja. Uff. War da was? Oder? Ach, ich auch nicht, komme vor, es wäre da. Ich glaube, die sind die im Gang. Das Licht. Hier liegt dann einer. Ja, und? Hier müsste irgendwo noch. Hier liegt einer, genau, aber wahrscheinlich. Irgendwo hier ist noch einer. Das Stars-Büro ist geradeaus. Okay. Verstanden. Ich würde. Hier war immer einer hinter der Ecke. Ja. Kann guck mal, ob hier links nicht. Hier vorne links nicht hinter der. Ich muss durch den Duschraum und so durch, ne? Ja. Ihr meint, ob hier noch was liegt? Schau erstmal hier, da ist genau. Aber laut Dings ist da ja nichts, laut Karte. Ach so, ja, okay. Aber geht trotzdem mal. Da ist aber eigentlich was ich das hab. Hier? Ja. Oh, verdammt nochmal. Gar nichts, ne? Die Blockade. Schade. Hier gibt's was. Lustig, wenn du jetzt einen in den Spind stecken würdest. Ja. Der ist ja dann. Wenn du das liest, bin ich bereits tot. Wenn du irgendwelche Geräusche aus dem Spind hast, mach ihn nicht auf, bitte. Das ist lustig. Okay. Batterie für den Zünder. Das ist das aus dem zweiten Teil. Dass du den Zünder und die Batterie brauchst. Genau, also. Mach dir keine Gedanken wegen der 600 Dollar. Aber ist das derselbe Text, den man auch im Original findet? Ich glaube, den findest du gar nicht. Aber nee, der fällt einfach aus dem. Aber jetzt steht hier die Wand im Duschraum zerstören. Warte, der linke. Nee, genau. Lieber nicht. Der linke. Lieber genau. Nicht. Cap. Was? CAP. Ah, sie gehen noch. Geil, dass ihr das noch wisst. Super. Okay. Ja, hier ist doch eigentlich was kaputt, oder? Ja, hier diese ist die Wand ist eigentlich kaputt. Ja, das Ventil ist da drauf. Die soll ich zerstören. Aber diese Wand existiert da nicht. Stimmt, die musst du jetzt irgendwie. Ja, weil ich sie kaputt mache. Ja. Und da ist der. Du brauchst also doch C4. Okay. Schätze, nee. Wir tun's auf die Explosive. Auf Schießen? Nee, du musst die Batterie doch holen. Du hast das so auf der Zünder gerade. Also muss ich ja, aber ist ja schon da. Du hast doch C4 und du brauchst nur noch die Batterie. Okay. Die Batterie, das C4 ist ja da, aber du brauchst ja den Zünder und die Batterie. Also muss ich jetzt wieder runter. Oder weiter rauf. Wir wissen ja nicht, wo die Batterie ist, oder? Aktuell. Geh auf jeden Fall mal hoch.
Erwarte aber Zombie, mindestens einen. Ja, Mann. Ach, da. Nee, nee, nee. Oh, guck mal, da hat sich sogar in die Hose gemacht. Schön. Gut so. Okay, schnell zurück. Jawoll! Ist er fertig? Bams, Alter! Der ist fertig. Der ist durch. Der verschmilzt schon mit dem Level, der ist weg. Aber der hat noch gut Suppe drin, ne? Ja, warum nicht, ne? Was man hat. Jetzt lass doch bitte da links was liegen. Mann! Die sollen sich an die Regeln halten. Was nicht ist, kann ja noch kommen. Schlüssel. Ja, gut. Oh. Ja, immerhin liegt da ein Schlüssel. Okay. Der ist durch. Oh! Der steht nochmal auf. Der ist Deko. Der muss Deko sein, sonst hätte ich den jetzt treffen können. Aber geht's hier nicht durch? Nee. Ah, du kannst die Quader kombinieren. Das würde ich tun. Ja. Mhm. Gut. Ach, was war das nochmal? Ich weiß nicht mehr. CAP hatten wir ja schon, ne? Wir brauchen den nie, dadurch wissen wir das nicht. Es sind ja die gleichen Codes, soll ich die einfach mal gucken? Ja, klar, warum nicht? Ja, dann warte ich jetzt kurz, ich komme hier eh nicht weiter. Gib einfach locker und... locker Resident Evil 2. Ja, hier, und wenn du dann noch, genau, gib den ersten noch Cap ein und dann kommst wahrscheinlich gleich, kommst du auf die Seite, wo beide stehen oder so. Könnte ich mir vorstellen. Ja, wahrscheinlich. Remake Locker Codes. Nein, keine Werbung. Vielleicht auch nicht. Eigentlich müssten wir es wissen. Ich habe es ein paar Mal schon aufgemacht. Ich glaube, Gregor hat es gleich. MC. Nee. MCP. MC gab es auch mal, aber ich glaube, das war unten im Büro. Ja, ich glaube auch MCP ist Master Control Program. FCK, FDP. Oh. Datenschutzerklärung, ihr kennt mich alle mal. Na, wer wird zuerst? Nein, ich möchte nicht zum Random-Seite wechseln. Oder Gregor, der Cheater. Wer wird gewinnen? Wer wird dieses Rätsel lösen? Okay, CAP hatten wir. DCM. DCM. DCM ist es auch. Ich wusste auch, was mit da M. dran. Fast. Muni, ja, gut. Hat sich gelöst. Das Ding ist, wir müssen jetzt wieder runter, ne? Es geht ja nicht mehr weiter. Da waren ja noch einige Räume, die du ja wo ich gesagt habe, dass wir da reingehen. Jetzt muss ich die alle umschießen. Ja, aber es hätte ja auch sein können, dass. Das stimmt. Und du hast mehr Ressourcen mitbekommen, also du kannst sie besser erledigen. Also gleich wieder in die Dusche. Nachdem wir die Batterie gefunden haben. Nee, ich glaube, ja, ich muss erstmal runter. Okay, dann nehme ich das Sturmgewehr. Richtig Spaß nice damit. Oh, was für eine Verschwendung. Wieso? So, nein, so ich meine das einfach nur aus so einer Überlebenssicht. Was willst du schon machen? Mir tut es weh. Mhm. So geil, wie man die auch so, wie die so rausgehen. Das könnte alles ein Headshot sein. Auch fertig. Du hast sie. Geil, die noch vielleicht. Ja, man muss sich ein bisschen von dem Survival-Gedanken verabschieden. Der ist zwar natürlich immer da, aber der irgendwann muss die Action auch mal... Ich weiß, ich mag das ja auch, aber in meinem Gehirn die ganze Zeit denkt sich jemand, stell doch auf Einzelschuss und nimm die richtig verzagt. Ah, Scheiße. Lecker, 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 lecker. Ja, hier würde ich nicht auf Einzelschuss machen. Oh, auf Energie ist eng. Ja. Sehr gut. Was? Achso, ich muss nachladen. Kannst nur im Ingame machen. I know. Geh zum Safe-Raum vielleicht. Bringt die Flashbang was gegen den? Nee, sollte eigentlich. Aber man, der hat keine Augen. Ah, stimmt. Ja. Das war logisch. Du hast ihn. Alles gut. Boah, aber hat mich wieder holy fast gekillt, shit, ne? Du, Energie wieder ganz unten? Aber das musste ja mal passieren, also. Achso, ich hab ja noch. Gut. Dann kannst speichern, oder? Wir haben gar nichts mehr in der Kiste. Nee. Achso, stimmt, wir spielen ja mit ihm gerade.
Steht eigentlich, die Spielzeit steht hier gar nicht, ne? Aber sind wenn du auf Start. Da. Ah, 2,5 Stunden. Ey, da habe ich, Alter, wie gut ich das gerade geschätzt habe. Mhm. 2,5 Stunden. Ist aber In-Game-Time, ne? Wir haben ja ein bisschen mehr gespielt hier. Ich frage auch nur, weil ich hänge immer noch so an dieser Aussage, dass das kürzer wäre, als man erwartet. Dann, ich denke immer so, dann hätten wir doch jetzt schon ein Drittel. Ja, wie lang war Resident Evil 2 im ersten Anlauf? Da braucht man auch 7-8 Stunden mindestens, ne? Also, ich würde fast sagen mehr. Das waren eher 10, 11, 12 Stunden. Wirklich? Also, bei mir waren es locker beim ersten Durchlauf 12 Stunden, glaube ich. Ich glaube schon, dass wir hier schon einen ordentlichen Teil des Spiels gesehen haben, ehrlich gesagt. Zielfernrohr. Na, ich glaube, das ist hier da quasi das zweite Drittel. Ich glaube, das hier ist so die Das zweite Mitte. Drittel hat angefangen gerade mit ihm, das zweite Drittel. Ich weiß, meine Theorie einfach nur so 2 Stunden geplant für jeden oder so, dann noch ein Endkampf, bist du bei 7 Stunden. Ja, und was wegfällt natürlich ist, dass du nicht mehrere Charaktere hast, ne? Also hast du nicht nochmal den extra Claire-Part, den du spielen kannst zum Beispiel. Finde ich aber okay, weil es ja auch bei Resident Evil 3 keine mehr noch Charaktere einen. Gibt, so. Jetzt vielleicht? Nein. Alter, das gibt's doch nicht. Unverschämtheit. Das Gute ist, dass wir den Safe jetzt aufmachen können. Ja. 9, 15 und 7. 9, na, doch, mach mal, ja. Und jetzt mal die 15 in die andere Richtung. Ja, genau. Und jetzt 7. 7. Lecker. Hm? Master Brain. Oh, Täschchen. Doppelt Spaß. Aber gerade bei ihm ist eigentlich egal. Eigentlich schon. Wahrscheinlich hätten wir sie liegen lassen können. Wobei. Nein, ich glaub, ja, wir lassen nichts liegen. Ich habe das Gefühl, dass er. Ich meine für Jill, aber das ist ja Quatsch. Warum sollte Jill denn dann. Ich meine, er scheint auch eine relativ längere Session zu haben mit ihm. Also. Sein Part ist länger. Wie war's, im Original war es der Hospital-Part oder so, ne? Das war eine kurze Ballersequenz, ja, die war nicht so lang. Also war schon okay, war schon nicht scheiße, aber. War halt so, baller jetzt mal bitte rum. Oh, die Muni ist alle gut, wir gehen zurück zu Jill. Wenn du hier eh nicht 2 Charaktere, Hauptcharaktere wählen kannst, dann können sie ja das Verhältnis noch mal ein bisschen anpassen. Stimmt. So, ah, ja, okay. Hier Festnahmebericht. Das ist Story. Von Rodney Gray. Sprengsätze, Batterie eines Zünders. Im Schließfächerraum, der ist aber zu, genau. Ich komme da nicht rein. Du hast doch einen Schlüssel bekommen. Jetzt gerade? Vorhin. Du hast doch diesen komischen, verschnörkelten Schlüssel in deinem Inventory. Ja, der ist für den Schließfächerraum. Ja, mir wird jetzt nichts einfallen. Ja, kann man mal probieren. Ja, siehst du? Das liegt daran, weil das ein altes Haus war früher. Stimmt, es war ein Museum was umgebaut so, ja. Wurde zum... Na gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Ah, DCM. Wir sind... Das war's. Gut. So. 104. Noch weg, ja. 106. Und 109. Und wie kriege ich die nochmal auf? Da war da vorne Knöpfe. So ein Panel, ne? Ja. Die 1 ist da. Also die Codes alle eintippen. Ey, die gehen alle. Ja. Die 2 und die 3 sind. Ein bisschen weg. Lame, wenn sie jetzt echt genau das gleiche nochmal recycelt hätten als Aufgabe. Je weniger ich dieser Safes öffnen muss, umso besser. Ja, das ist die Batterie für den Zünder, ne? Ja, kannst du direkt kombinieren, ja. Kombinieren. Geil, dann geht's schon direkt weiter zum Stars-Büro. Das war jetzt die Wand oben in der Dusche, ne? Super. Mhm. Okay, rechts ist wahrscheinlich noch was, scheinbar. Ja. Kraut. Ach so, ein Kraut. Und die Shotgun, ist sie noch dahinter? Ne, scheinbar nicht. Ach so, wo meinst du hier? Hier wäre die Shotgun normalerweise. Mag sein, dass sie da hängt, aber wir kriegen sie wahrscheinlich nicht, weil wir die Karte ja gar nichts machen. Ja. Nee, du hast halt Items ja geholt, die anscheinend hier zu holen sind. Ich habe drüben in dem Büro Westseite noch nicht alles gemacht, ne? Geh ich nochmal rein. Ja. Ne? Ach, da, obwohl, nee, den Safe, da hattest du geöffnet vorher. Irgendwas ist hier noch. Ja, da sind sicher an den Schreibtischen liegt noch Kram. Da ist überall noch was. Also hier zum Beispiel rechts müssten 2 an dem Schreibtisch. Also die kannst du jetzt nicht aufmachen. Die darfst du nicht. Irgendwo ist kann ich einfach mal was hier an dem Tresen hier? Ich such das noch und dann ja. Nachmachen wir Werbung. Komisch.
Nee, da geht's raus. Ich glaube, da komme ich hier gar nicht raus. Hier kommst du gar nicht. Diese Tür existiert nicht. Du hast nichts da, gesehen. Da, da in dem Schrank. Hier, nee, weiter nach links. Links, jetzt rechts, 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 da. Da. Kann das sein? Oh, ich hätte schwören können, da wäre eine Pflanze. Scheiße, mein Fehler. Macht nix. Vielleicht noch im Büro, wo der Safe war. Da, in den Spinden. Ach, Spinde. Da. Na, endlich. Jetzt habe ich's. Das ist es, ne? Ja. Das klärt. Gut, dann würde ich sagen, machen wir einmal kurz eine Werbung. Greg, danach kannst du von mir aus auch nochmal weiterspielen, wenn du möchtest. Du warst lange nicht mehr dran. Es geht ja flott voran hier. Ja. Geht's dann zurück zum, welchen Raum wollen wir? Duschraum. Oh, Duschraum. Weiter geht's mit Resident Evil 3 mit Carlos, gerade im RPD. Du hast gut vorgelegt, Fabian, Items eingesammelt. Ich mach jetzt einmal kurz weiter. Und ja, hier ist ja alles eingesammelt im Westbüro. Hier unten soll nach laut der Karte noch ein... Den Licker hast du erlickert, ne? Ja, das habe ich nicht so geil gemacht. Noch genau. Da lag was. Ja, hier war normalerweise ein Handgun. Achso, ach, besser hier. Und alles gut. Mhm. Ich denke mal, wenn du jetzt im Stars-Büro bist und diesen Wissenschaftler da findest, endet wahrscheinlich auch der Part. Vielleicht mit einem Bosskampf oder so. Das kann durchaus sein, ja. Sag mal, aber der Wissenschaftler, der gesucht wird, ist nicht Birkin, oder? Nicht Stark. Nathaniel Bart, haben sie gesagt. Ja, aber genau, aber das ich raff, weil den Namen kenne ich jetzt gar nicht aus der Lore. Es könnte neuer sein. Könnte neuer sein. Ich finde es so komisch, weil eigentlich doch etabliert ist, dass Birkin der Top-Wissenschaftler ist, oder? Das stimmt. Und der wird ja am Anfang von anderen Söldnern. Aber dieser Wissenschaftler hat ein Vaccine, also ein Heilmittel, genau, anstatt den Virus selber. Ne? Na gut. Weil Birkin ist ja der Virus-Spezialist, der ist der Antivirus-Spezialist. Ja, nur, wir können, also ohne den Virus, na gut. Egal. Es ist Norton, wir suchen Norton. Ich verstehe. McAfee im Dschungel suchen wir. Bitte nicht. So, also dann gehe ich rauf. Da ist einer gerade. Das ist nicht nett von dir. Jetzt hast du dich in eine dumme Situation. Ah, doch, geht. Super. Jetzt würde ich ihn, glaube ich, einfach liegen lassen. Musst du eh nicht nochmal runter. Ah, wer weiß. Lass ihn nicht davon kriechen. Sicher, sicher. Verstanden. 3 Sekunden. Schnell weg. Dass sie sich nie die Ohren zu halten. Das ist die eine Sache, die ich machen würde. Jetzt haben wir den ganzen Shit. Also. Oh, Alter. Super, Alter. Wie toll das aussieht. Da ist noch einer. Oh. Ja. Schande. Gut. Sie sind dabei gestorben, was sie am liebsten gemacht haben. Duschen. Ja. Einer nach dem anderen zieht eine Nummer. Oh Gott. Die Granate wäre jetzt gut. Ja, ich die ich gerade geworfen habe. Ich bin froh, dass ich dir den Controller gegeben habe, Gregor. Ja. Wir alle. Ah, jetzt kannst du raus. Warte mal. Oh, der falsche Weg. Egal. Okay. Falsche Richtung, oder? Der hat einen Schubs-Move hier. Okay. Haben wir alle gesehen, oder? Wie es an der Glatze abgeploppt ist. Ja. Schön. Was habe ich gerade gekriegt? Munition. Okay. Links sind auch noch. Ja. Egal. Einfach nicht in die Spinne geguckt. Könnt ihr euch noch erinnern, als wir mal versucht haben, das eine Ding da zu speedrunnen und immer dieser Licker in diesem Flur die Scheißgegner waren? Was war denn das nochmal? Das war Hank. Wenn wir die mit Hank. Oh.
fies. Oh, ein Hundefoto. Dr. Bart. Oh Gott sei Dank. Weißt du, wie lange ich schon versuche, jemanden zu erreichen? Keine Sorge, wir holen sie da raus. Wo sind sie jetzt? Gefangen in einem verdammten Krankenhaus, von allen möglichen Monstern umzingelt. Hör zu, schick einfach die Stars. Die wissen, was zu tun ist. Nein, negativ. RPD ist auch überrannt. Dann lass dir was einfallen. Umbrella ist durchgedreht. Die bringen alle ihre Forscher um. Ich bin der Einzige, der weiß, wie man den Impfstoff gegen die Zombies herstellt. Du kannst also da mit der Hand in der Hose rumsitzen, oder? Jemanden schicken, der mich hier verdammt nochmal rausholen kann. Richtig nett. Der gefällt mir. Ja, dachte ich mir. Du hast ihn gehört. Wir können ihn nicht der Firma übergeben. Das entscheiden nicht wir, sondern Mikhail. Ich sehe mal im Computer nach und schaue, ob ich den Doc orten kann. Dass all diese Ärzte so... Bitte machen Sie es sofort. Ich muss gerettet werden. Was dauert. Sieh dich um. Guck, ob du was Nützliches findest. War hier nicht auch so ein Munitions- oder Waffenraum in dem... Ja, genau. Der bizarre Vorfall. Ah ja. Ah ja. Genau, das ist der offizielle Bericht eigentlich über das, was in Teil 1 passiert ist. Passt auf zwei Seiten. Ja. Remakes sind 2,5 Seiten. Hier. Und das Ding ist sogar offen. Das ist aber super angenehm. Das ist praktisch. Aber es geht noch weiter. Sehr interessant. Okay, das kann ich hier wegwerfen. Hier war die MP, glaube ich, in Resident Evil 2. Mit... Jill, und oder? Am Eingang ist auch noch ein rotes Kraut. Ja. Da liegt da war noch was, ne? Oh ja. Eine Blendgranate. Hier links ist auch noch die Tasche von Rebecca, genau. Ja. Da war eigentlich normalerweise. Ja. Das nehmen wir auch noch mal mit. Hier ist eine Kiste drin. Ist eine Kiste? Da ist eine Kiste. Okay. Das ist doch ganz gut, oder? Kannst du ja, Sachen einlegen? Ich nehme das Kraut noch. Kann die Kiste aufmachen, kannst du dann rausholen. Rausholen. Habe ich ein grünes? Nein. Doch, das war eins. Hast du den ganzen Raum abgesucht? Oder es ist dazu gedacht, dass du jetzt alles nochmal holen kannst? Ja, hier draußen ist noch eine Kiste, dass ich nochmal Sachen holen kann. Nee, also weißt du, entweder kommt jetzt ein Endkampf. Da ist aber auch der Licker draußen, ne? Ja, aber der Typ ist gerade an dem Licker ganz nonchalant vorbeigegangen, als er reingegangen ist. Vielleicht hat er ihn getötet. Was ist da oben drauf? Ach, eine Webcam. Eine 90er-Jahre-Webcam. Ist da drauf? Ja, ich sehe hier nichts mehr, oder? Ich guck mal raus. Ja, was ist? Ein Kleist? Jemand verletzt? Jill? Alle tot. Ach, Scheiße. Halt, was? Jill! Jill, was war das? Sag was! Zieh, ich muss los. Tu, was du musst. Ich kümmere mich um Bart. Oh. Okay. Aha, jetzt sogar Rückspiel. Musst du wohl doch nicht mehr machen. Vielleicht switcht es öfters hin und her. Mhm. Fände ich gut. Okay. So, ihre Sachen sind alle noch da. Ja, der Zug. Ich überlebt. Werden nicht mehr. Nee, Dings hat bestimmt auch überlebt, der Verräter. Sein Waggon, der hat's noch geschafft. Ah. Carlos, bitte komm! Carlos! Verdammt! Empfang. Hier liegt ganz schön viel rum. Minengranaten. Okay. Was steht da für eine Beschreibung? Ja, gucken wir gleich mal. Ich sammle die nochmal ein. Da. Sie heißen Minengranaten. Ah. Diese Schätzchen wurden entwickelt. Knifflig in der Handhabung.
Also Standardgranatenwerfer, feuert sie gegen eine Wand und sie bleiben genau da kleben. Der Sensor in der Mitte erkennt, also, wenn sich... Oh, Proximity, Mine. Also. Okay. Land, klebrige Landminen sind das. Mhm. Ist hier noch was, bevor ich save? Na. So, was könnte man denn... Also langsam ist man ganz schön voll mit da. Ja. Links. Mach einmal. Schau dir das an. Machst du alles weg jetzt? Ich mache alles weg. Krass. Ich mach den hier. Boah, das gefällt mir richtig gut. Pistole nimmst du nicht mehr mit? Doch, doch. Das Messer, ja, ist eigentlich cool. Weil jetzt, wir haben ja viel Plätze, ne? Ja. Naja, ich brauche erstmal die Flintenmunition. Ich nehme die Granaten mit. Ein Erste-Hilfe-Spray. Echt ganz schön. Haben wir den Dietrich auch doch? Ja. Dann würde ich auch mitnehmen. Ja, nehme noch Pistolenmunition mit und vielleicht noch ein bisschen. Das reicht schon. Ich glaube, Simon hat es ironisch gemeint. Ich ignoriere das einfach. Es ist schon interessant, wie unterschiedlich wir spielen. Aber ist ja auch irgendwie ganz geil. In dem einen Dokument von vorhin stand aber, dass die Minen nicht gut sind gegen Zombies. Nee, nicht gegen die Zombies, gegen diese großen... Gegen die, wie großen Gammas. Die sind die Beta Gammas. 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 Wusste ich. Yamas heißt das. Yamas. Yamas. Gammas, Malaka. Ja. Oh. Komm, werf eine Mine. Ich will mal wissen, wie das aussieht. Okay. Wie schaltet man denn die? Oh, vielleicht solltest du es doch lassen. Oh, ho, 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 an die okay. Hand! Das ist schon lustig, mit dem linken Button, während es equipped ist. Ich sehe es gerade. Sie muss es aber einmal wirklich dann komplett voll machen. Jetzt hast du wieder Explosives reingemacht? Ja. Ich glaube, die Dinger sind mir zu wertvoll, ja, um sie... Aber versorgen. Es war schön. War auch schön, mal zu sehen. Hier irgendwas Sachs. Mm-mm. Kann ich gucken. Typen mit den gelben Warnwesten gab es auch im zweiten Teil. Ja, ja. Die waren unten in der Kanalisation. Ja. Gerne mal. Von ihnen gab es auch vorher schon. Ja, vor allem bei den Zombies haben sie halt echt einfach sich geteilt. Also Resi 2 und 3 teilten sich mehr oder weniger die Zombie-Typen. Achso, besser habe ich nicht mit. Vielleicht sollen sie einfach auch die gleichen Leute sein. Ja, ist ja auch richtig. Irgendwie, dass sie dieselben nehmen. Aber gerade diesen Asian Guy habe ich schon irgendwie 100 Mal gesehen. Recht häufig, ja. Ach nee, oder? Ah, jetzt kommt der Glockenturm vielleicht. Da ist er. Mhm. Da ist er. Wo wir denn hier? Oh, hier gibt's einen. Ja, typisches offenes Areal, wo du jetzt schön angegriffen wirst. Ja. Das erwarte ich auch. Auf der Bank? Was war das? Pistolenmunition. Kraut sehe ich hier. Bisher noch gar keine Rätsel. Hm, ja, bis auf dieses mit den U-Bahn-Stationen, aber sonst echt gar nichts. Ein bisschen, bisschen Kleinkram, ja. Ja, so ein bisschen, man bleibt beschäftigt, aber man muss nicht wirklich nachdenken. Ist aber auch okay, ist halt wirklich ein Action-Fest. Uhrturmbroschüre. Mhm. Uhrturm St. Michaels. Ach, wären wir gleich mal nach St. Michaels gefahren. Ja, hätten wir so viel gespart. Was ist noch hier? Oh ja, Kiste. Jetzt habe ich das Messer nicht mitgenommen. Warum denn nicht? Weil das ein Itemslot mehr ist. Ja, aber du ist. Ja, wir haben gar keine Pistolenmunition mehr. Aber ich wollte eher eine Pistolenschuss. Ihr habt 4 Waffen. Verballern. Oh, da ist so ein Dude. Oh, ja. Ich weiß, hätte auch mit dem Messer gehen können. Merken wir das nächste Mal. Ihr habt ja recht, aber es ist halt zurückgehen, den ganzen Weg nochmal machen. Ach, das ist... Da kommt er. Das hat sich jetzt eh erledigt. Oh, oh, das sieht aber gut aus. Ins Wasser. Wieso brennt er denn so jetzt gerade? Das wäre so Mr. Bean wär's, wenn er überall außer dem Wasser immer landet. Da kann ich mal schwimmen. Carlos? Ist jetzt gerade der Raum explodiert, aus dem du gekommen bist gerade? Du kannst jetzt nicht mehr zurückgehen, ja, ne? Das könnte sein. Ah, der Zug ist explodiert, ja. Wir sind alle tot. Mikhail,
sie alle. Scheiße. Nikolai hat uns verraten. Halt, was? Was zur Hölle? Alter! Oh, jetzt sieht er auch langsam richtig fies aus. Alter, was geht hier? Da habe ich ja gar nicht mit gerechnet. Guck dir das mal an, ey. Das ist aber eine neue Mutationsform. Das ist ja gar kein Nemesis mehr. Das sieht ja fast aus wie so ein Alien hier. Ja, oder halt wie der Tyrant, wie Birkin. Holy in der Stufe shit. 2 oder 3. Hammer, Hammer, huhuhu. Weil er auch kein Anzug irgendwas machen müssen? Hatte jetzt. Bis jetzt nicht, nee. Also, ich muss ein bisschen laufen, aber keine Quicktimes. Oh nein. Ja, hättest du mal das Messer mitgenommen. Hätte ich das Messer mal mitgenommen. Oh. Wirklich? Wirklich? Ich bin so froh, nicht dran zu sein. Das Kraut würde sicher viel helfen. Oh, gut, super, gut, Gregor. Gut, Gregor. Hammer. Ja, schön durchladen, jawohl. Super, schön auf dem Kopf. Gemeint. Gut, schon 7 Granaten reingehauen. 8. Warte mal. Wer ist noch da? 9. Ui! So. Jetzt okay, brauchst ich hab du jetzt wieder keine Granaten gute mehr. Mine zum bösen Spiel. Hast du keine Minen mehr? Nee. Oh, shit. Aber jetzt ich hab irgendwas wieder. Genommen gerade. Da ist noch ein Fass gewesen. Jetzt schieß auf das rechts. Ja! Das ist kein Fass. Na gut. Das konnte man nicht wissen. Es war rot und anders. Oh, shit. So. Das sind doch nicht die Pistole, oder was ist ja, das? Ja. Der arme Gregor, der muss ja gucken, was hier passiert. Okay, ich habe wieder Brandgranaten gekriegt, da gerade eben. Und ein paar Slots offen. Blau gibt's gar nicht mehr. Finde ich okay. Oh, 5, das reicht. Das muss reichen. Ja. Oh, du hast ihm schon so viel jetzt verpasst. Oh, oh, nein! Nein! Nicht im Ernst, oder? Ich dachte, du wärst tot. Ich auch gedacht. Okay. Das sah aus, als wärst du tot. Okay, ist Warnung. Aber nur eine leichte Genickverstimmung. Shit. Okay, jetzt ist Energie, 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 Energie. Du hast noch ganz viele Erste-Hilfe-Sprays in der Kiste nachher. Ist alles gut. Oh, du hast alles. Alles gut. Du schaffst es, Gregor. Okay, also ich habe 3 Granaten. Ah. Ich wette, die 3 reichen schon jetzt. Ja, glaube ich auch. Du hast so viel da drauf geballert. Ja, okay. Das war's. You got it! Jetzt haut er ab, oder? Okay. Was geht hier ab? Oh, zweite Phase. Das bringt, glaube ich, nichts, was du da machst. Okay. Ja, vielleicht. Gerade ab, oder? Oh Gott, der springt mich gleich an, oder? Ja, der springt mich gleich an. Ja, was soll man denn jetzt hier was machen, jetzt Leute? Hier? Also von mir aus Baller drauf, aber ich habe erst gespielt, es gibt nichts. Gibt's irgendwelche da? Ja, Pistole. Weg! Das war's, oder? Nee. Dringt was schnell. Ja. Nimm vielleicht die Schrotflinte lieber. Wie kann das Vieh noch leben? Ich hab gedrückt. Fuck! Da hast du ein einzelnes Geld drin ist da. Okay, ja, ein einzelnes. Das ist ja hardcore, ey. Hier ist ausgerüstet, ne? Ja. Wo ist er? Wo ist er? Jetzt rennt er wieder rum. Er musste warten, bis er fertig ist. Dann musst du auf jeden Fall ausweichen, wenn er rüberspringt. Okay, irgendwie stoppen. Kann man nicht an seinem Weg irgendwas ändern? Irgendwie was zum Explodieren bringen? Hab ich auch schon gedacht, aber ich sehe nichts. Jetzt kommt er. Gleich einen üblen Fall.
Na, immerhin. Vorsicht. Das kann doch nicht wahr sein, wie viele Autos. Oh, da war ein Auto daneben! Vielleicht gibt's ja auch einen Trick. Jetzt solltest du dich, glaube ich, nochmal heilen. Ja, ja. Definitiv. Du hast ja. Oh, doch. Gut. Letzte Chance, Krieger. Du machst es jetzt. Komm. Einmal nachladen, einmal alles draufrotzen. Ich drück doch drauf. So, guck dir mal den Weg an, ob da irgendwas ist. Da hinter dir ist noch. Ja, das wäre geil. Wo ist er denn? Ich muss ihn zum Anhalten bringen. Er hält doch eh früh noch an. Wo ist er? Da ist er. Vielleicht musst du ihn wirklich auf den Glockenturm irgendwie. Ja. Das sieht gut aus. Scheiße, doch nicht. Das war's. Jetzt ausweichen, genau. Du hast ihn! Nein! Immer noch nicht! Oh. Ah, Mann, Gregor, du hast hart gekämpft, Alter. 8 Milliarden Minen in den reingeballert. Ich hab keine Ahnung, lange Zeit so hervorragend. Oh, was ist denn das? Würd ich, wenn ich jetzt alleine spielen würde, würde ich jetzt erstmal ausmachen und spazieren gehen. Das wäre jetzt auch ein Moment gewesen, wo ich wütend wäre. Sehr wütend. Und überlegen würde, was soll diese Scheiße hier? Ja, mach jetzt nochmal. Nochmal? Okay, ja. Einmal machen. Ja, natürlich noch. Machst du nochmal, Gregor. Du musst den jetzt legen. So, was haben Sie? Er hat gerade was gesagt. Beobachten Sie, da stand war gerade ein wichtiger Tipp. Okay, ja, das, dafür bin ich. Ich würde mir die Minen vielleicht noch aufheben. Mhm. Ach, für. Ja, doch, ein paar habe ich. Ach, hier noch. Ja, weil irgendwas war gerade mit. Und schieß vielleicht diese Explosivsachen nicht so nah, nicht so schnell hintereinander, sondern lass ihn so einen Cooldown. Wenn du jetzt weiterschießt, geht's vielleicht nicht. Jetzt. Okay. Du hattest nicht nachgeladen, ne? Ah. Nee, er hatte gerade gehabt. Ich habe auch das Gefühl gehabt, manchmal schießt sie nicht, wenn sie zu nah an irgendwas dran ist. Ja, wenn sie umgedreht ist, schießt sie tatsächlich nicht. Wenn sie was? Wenn du umgedreht bist, also wenn du wegläufst, kannst du nicht parallel zielen. Genau, sie dreht sich nicht immer um. Ja, natürlich. Wie willst du den mit dem Messer killen? Mit viel Geduld. Ich habe das Gefühl, immer wenn er da so außen rumrennt, dass man da irgendwie vielleicht noch was anderes machen müsste. Ja. Das glaube ich aber auch. Oh. Die hauen richtig gut rein. Aber ich meine, man kann doch nur schießen. Das heißt, irgendwo muss was zum Erschießen sein. Ja, es gibt ja diese eine Stelle, wo diese roten Fässer stehen. Vielleicht können die irgendwie explodieren oder so. Vielleicht muss man auch den Uhrenturm irgendwie zum Explodieren. Musst du die Uhr verstellen und das bringt ihn so aus der Fassung dann. Was? Du sprichst mir zu Hause! Das wäre sehr lustig. Wenn mal ein Parodiespiel wäre, das der Trick. Du schießt so lange auf die Zeiger. Bis er sein Zapfenstreich ist. Ja, und dann, was? Nein! Oh, die Frau zu Hause. Kommt auch nie wieder dann. Mann, ich würde so gerne so eins bauen. Gut. Ich glaube, die Minengranaten sind gut gegen ihn. Ja, die sind wirklich gut. Die haben auch ein Feedback. Ja, man sieht, das tut ihm richtig weh. Hier dagegen ein leichtes Kratzen. Jetzt macht er wieder seinen Laufsprung. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Da vielleicht ausweichen, wenn er auf dich zurückspringt. Ich probiere es wirklich schon mit dem Ausweichen. Yes. Also er bleibt durch Beschuss nicht stehen. Er bleibt einfach irgendwann stehen. Nichts. Nee. Okay. Ja, das war ein guter Versuch. Den muss man mal machen. Die Statue in der Mitte, ist die vielleicht relevant? So, jetzt kommt er gleich. Jetzt musst du aufpassen. Ah. Ah. Die Hand.
die Hand. Ja, Mann, das ist es. Meint ihr echt? Das ist, ich glaube, ja, du musst ihm auf die Hand schießen. Das so. Würde irgendwie alles erklären. Ho, 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 ho. Damit er runterfällt, meint ihr? Ja. Ich muss ihn irgendwo da runterkriegen, hat sie ja gesagt. Als er auf dem Glockenturm war. Läuft er wieder? Ja, geht er jetzt auf den Glockenturm? Nee, erst nächste Runde. Ja, ne? Wie kriegt man ihn da hoch? Das ist ja auch nochmal so. Glaub, er läuft vielleicht alleine hoch. Ja, ich glaube, das macht er beim dritten Mal erst. So, aber die Hand hat er auch quasi. Jetzt bleibt er auf dem Bus stehen. Nee, da oben. Oh, das ist doch nicht euer Ernst. Das ist ey. So knapp. Was willst du da machen? Da ist oben noch ein einzelnes. Ja. Da ist noch eine Holzkiste. Ja. Oh, das ist noch ganz viel. Ich glaube, ich habe Brandgranaten da. Okay, ich hab noch keine Items. Ich habe Brandgranaten, glaube ich, gerade gekriegt. Macht gar nicht so viel. Nee, es sieht nur schlimm aus. Läuft er schon wieder außen? Dann bleibt er jetzt, geht er jetzt vielleicht auf den Uhrenturm. Wo ist er denn? Ich muss ihn zum Anhalten bringen. Ja, warte mal. Nee, aha, jetzt vielleicht. Ja, er geht jetzt hoch auf den Turm. Ja. Okay, ja. Gleich einen üblen Fall. Aber vielleicht musst du auf den Turm schießen. Also nicht auf den Turm. Ah! Unter dem Turm ist vielleicht irgendwas. Aber warum sollte ihm das wehtun, wenn er da runterfällt? Er springt ja auch von sich aus da runter. Das ergibt auch keinen Sinn, das stimmt schon. Eine hast du noch. Jetzt keine mehr. Es wäre geil, wenn er so ein bisschen besseres Feedback geben würde auf Treffer. Ja. Irgendwie nicht wirklich ausreichend. Die Bewegung ist ja so schwer zu treffen. Mann, erzähl doch nicht nur Shit, den wir schon wissen. Ja, vom Weiten, ich kann nur mit der kleinen Knarre treffen. Ja. Das willst du da auch jetzt. Ey, du versuchst es, Gregor. Es liegt nicht an dir. Was geht hier? Was macht er denn jetzt? Warum dreh dich um? Das ist aber echt ein sehr zäher Kampf. Wenn man mal guckt, wie schnell Simon vorhin den Nemesis auf dem Dach besiegt hat. Ja gut, aber war er natürlich noch nicht mutiert. Ich frag nur auch, wir machen ja auch was falsch. Also ja, es gibt sicherlich irgendwie noch mehr Tricks. Genau, du kannst hier irgendwas machen und dann hält er an. Da fängt schon mal an. Ja, aber wisst ihr denn, was wir ja, denn nee, ich weiß es ja auch nicht, aber das muss gehen. Also sie sagt ja, er ist beim Laufen zu schnell zum Treffen. Das heißt, es bringt nichts, ihn da zu beschießen. Ja, ich denke, deswegen muss man die Umgebung mit einbeziehen. Wie unverschämt schnell er einfach auch angesprungen kommt dann. Aber Gregor hat es doch schon geschafft, an ihm so zu entkommen. Okay. Jetzt musst du dich wahrscheinlich heilen. Yes! Er hat es. Dann mal los. Wo hat sie die denn jetzt her? In die Fresse halten und nochmal abdrücken. Ins dein Gesicht, ey. Das mit dem Regenerieren haben die noch nicht gerafft. Okay, jetzt erstmal gucken, wo es für geile Sachen ist. Guck mal, die Tür war nicht offen vorhin. Ja, wirklich nicht? Nee. Ja, wer weiß schon, aber wir behaupten das. Ich weiß es. Ich bin da vorbeigelaufen. Ist irgendwas an dem Brunnen? Wie bitte? Ist in der Mitte an dem Brunnen noch irgendwas? Ja, wir checken gleich mal. Weil das auf der Karte gerade so aussah. Nee, das ist nicht mehr.
Oh, oh boy, oh boy, oh boy. Ja, okay. Nicht die Schrotflintenmunition kombinieren? Noch nicht, ich werde das mal nachladen. Boah, das war ja echt. Aber so richtig haben sie immer noch nicht verstanden, was jetzt eigentlich passiert ist. Nee. Aber nur draufmotzen. Aber was man jetzt hätte machen können? Also, es klingt ja sinnig, dass man, wenn er sich irgendwo festhält, die Hand wegballert, damit er runterfällt und so schutzlos ist und so weiter. Aber das Fenster war viel zu klein, ja, wo du auf ihn aufballern kannst. Es ist immer eine gute Idee, vorbeizugehen. Niemand würde über die Kralle laufen, einfach drumrum. Da ist so viel Platz drumherum. Ist nicht nötig. Der, siehst du? Das war so scheiß klar, ey. Mach das Tor zu! Jemand muss das Tor zu machen! Du zum Beispiel! Oh! Nice! Oh, ab ist der Arm! Nimm den mit! Mmh. Oh shit! Ach Gott, Leute, echt? Furchtbar. Er schon wieder. Interessant. Du hast mir einen Gefallen getan, Miss Valentine. Oh je. Jetzt nehmen die uns mit, weil wir den geilen Virus jetzt in uns haben. Ja. Guck mal, ungefähr einen halben Tag später. Du hast hier so auch dann den Wechsel in der Zeit. Jill! Sag doch was. Verdammt. Tyrell, hörst du mich? Was ist los? Jill wurde infiziert. Ich bring sie zum Krankenhaus. Vielleicht kann Dr. Barth sie retten. Okay, ich treff dich da. Halt nur durch, Supercop. Das wird schon. Oh, ich dachte schon, jetzt kommt so eine Begleitmission. Quicktime-Mini-Event, ja? Über Zombies rüberspringen. Krankenhaus ist auf jeden Fall immer eine sehr schlechte Location in der Zombie-Apokalypse. Kannst du immer von ausgehen, ne? Da kommt nie was Gutes von einem Krankenhaus. Da kommt nie was Gutes bei rum. Da sollte man nie hingehen. Werde ich, Jill. Ich hol dir diesen Impfstoff. Okay. Möchte jemand weiterspielen? Na, Simon wäre ja an sich wieder dran. Ja, klar, jetzt. Dann, ich mach noch kurz hier Equipment. Wenn ich hier munter kurz drauf losballern darf, mache ich das gerne. Also mit ihm hat es Spaß gemacht, eben zu spielen. Ja, ich bin auch ein bisschen mental nach dem Boss. Ja, das war hart. Das war wirklich nicht. Das tat mir ein bisschen leid für dich. Macht ja nichts. Wo lag denn Munition? Hier auf dem, ach, auf dem Tisch. Okay. Das war's. Gut, dann speichere ich mal ab. Steuerung. So. Gebt ihr mal herüber. Immer wieder lustig. Das wird unser neuer Brauch, selbst wenn wir es irgendwann mal nicht mehr jedes Mal machen müssen. Tradition. Wir hätten einfach unsere Gummischalen besorgen sollen, die wir mal abmachen könnten zwischendurch dann oder so. Das wäre schon. Oder mit drei Controllern. Oder es gibt viele Möglichkeiten. Wir haben keine. Wir haben eigentlich die schlechteste aller möglichen Möglichkeiten. Ja, drei Controller gehen am PC leider schwer. Deshalb machen wir das. Ja, wir hätten aber auch drei PCs parallel benutzen. Jeder müsste parallel spielen. Müsste jemand genau das gleiche immer machen, damit wir zwischen den PCs immer weiter wechseln könnten dann. Ich finde dein lösungsorientiertes Denken sehr gut, Fabian. So, wie viel haben wir? Drei Stunden. Ja, das sieht ja auch schon so. Es könnte auf jeden Fall die Hälfte. Das glaube ich auch, dass wir die Hälfte haben. Ich meine, wir haben schon so oft gegen Nemesis gekämpft jetzt. Was soll ich denn noch verwandeln jetzt? Ich muss sagen, diese Nemesis-Nummer macht mir ein bisschen Angst. Halt durch, bin unterwegs. Verstanden. Carlos over. Weil ich meine, jetzt wäre Nemesis normalerweise noch lange nicht fertig, aber der sieht ja jetzt schon nicht mehr so aus, wie man ihn kennt. Also der wird ja einiges jetzt passieren. Es sei denn, der degeneriert dann wieder, wird wieder kleiner. Ah, ich glaube eher, sie finden irgendwas, machen irgendwas anderes. Hast du mal ein Resident Evil gesehen, wo der Boss kleiner wird statt größer?
Ich weiß es auch nicht. Es wäre was Neues. Also das, ich mag das Pacing, dass du eben so fix eben zu neuen Locations kommst. Ja, stimmt. Wobei die wahrscheinlich schon mal, da siehst du ja die Karte, ne? Ist eventuell ein bisschen aufwendiger. Ja, glaube ich auch. Hier sind jetzt auch nicht nur normale Zombies, glaube ich. Ich habe keine Zeit dafür! Oh, am Kohleautomaten. Hat der Zombie das gerade gesagt oder war Carlos das? Ich habe keine Zeit für den, er hat meinen Euro gefressen. Na, kommt jetzt da durch die Tür die anderen? Deine knuspert auf dem Boden noch auf jeden Fall. Ja, der kommt gleich aus dem Schacht, aus dem Getränkeschacht gerutscht. Was? Hat den keiner gesehen von euch? Doch, der hat doch geknuspert, da hast du ihn nicht bemerkt. Gregor, du bist mir wirklich keine Hilfe gerade. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich muss ja nicht das Offensichtliche nennen. Was? Rotes Kreuz? Nee, lustig wäre, wenn jetzt zum Beispiel die Cola-Dose rauskommen würde. Dann wäre das in meinem Spiel. Ja, du hast einen Eid geschworen, nicht auf Menschen zu schießen und deshalb schießt du nur auf andere Sachen, die Menschen da umbringen, die Zombies. Also den Kohleautomaten, dass die Dose rausfliegt. Oder in den Tank vom Auto. Das Krankenhaus ist auf jeden Fall eine fast schon eine komplett neue Location, dadurch, dass man wirklich nichts mehr aus dem Original eigentlich erkennt. Nee. Das Original hat ja auch noch die Aufzüge, ne? Ja. Dr. Nathaniel Barrett. Bitte sprechen Sie Ihr Anliegen deutlich ins Mikrofon. Ja, so ist das in Arztpraxen, dass man das Anliegen dann in so ein Mikrofon reinspricht. Eine Rundmail mit. Okay, du hast irgendwie, was war in dem Kassettenrekorder? Eine Audioaufnahme, die du irgendwo benutzen kannst. Wahrscheinlich ist es wieder eine Kassette, musst du einlegen erstmal. Ein Abspielgerät. Okay. Ui. Die Wartezimmer sind gut gefüllt hier. Da drüben ist ein Dietrich-Schrank, ne? Ja. Heißt es, wir kommen mit Jill da auch noch hin? Ach, sind wir ja schon. Ja, Jill ist ja hier, ne? Oder wir können ihre Items irgendwann mal haben. Eins wenn sie tot ist. Ja. Es macht Spaß mit der Waffe, ne? Ja, toll. Das ist cool. Sei nicht so wütend. Ach, shit. Das jetzt gerne genutzt. Was? Ich dachte gerade, er wäre durchgekommen. Was? Mann, ich hab's nicht gesehen. Du warst so auf den hinten fixiert wahrscheinlich, ne? Der beißt dich nochmal. Diese Pissnelke, Alter. Weißt du, warum mich das irritiert? Weil ich das nur so kenne. Ich kenne das so, dass die nur an den Fuß beißen und man dann wunderbar in den Kopf abtreten kann. Was ich immer als einen geilen Move angesehen habe. Stimmt. Zeiten sind und ich bin vorbei. Da irgendwie so dran gewöhnt, dass ich das schon gar nicht mehr anders will. Das war klar, ne? Hä, wo kommst du denn jetzt her? Gut. Du hast das Item, glaube ich, nicht genommen, oder? Das Item habe ich genommen. Ich habe nur. Ach so, und du hast noch den. Die Karte nicht. Den Kartenleser. Ja. Okay. Okay. Ein Kraut. Was wird das? Ein Teddybär. Mhm. Five Nights at Freddy's. Echt zu? Jetzt so. Ich bin kurz im Krankenhaus, aber kein Problem. Ich bin in Raccoon City. Hier ist alles im Lot. Ach, da ist gar, da ist gar kein Kopf mehr dran. Der hat den wohl abgemacht.
Vielleicht war er es selbst. Ich dachte gerade, da steht eine Krähe, aber es war eine Infusion. Es gibt gar keine Krähen im Spiel. Nee. Es gab die Erwähnung von den Krähen in einem der Loks. Stimmt. Ja, da sind sie aufgetaucht. Er macht nur Pause. Er wollte gerade seine Papiere aufsammeln. Es ist zum Heulen. Ich wollte doch gerade weg. Warum kämpft er sich bis ganz nach oben? Ich bin ein ausgebildeter Scheiß-Drecks-Söldner, Alter. Und da ist ein Zombie, der gerade am Verfaulen ist. Ja, ist echt ein bisschen doof, dass die immer komplett hochkommen. Ich meine, zieh mir die Energie ab, okay, aber zeig mir nicht so eine unrealistische Drecksanimation, die ich nicht glauben kann. Ich glaube, du musst dich mal heilen. Ja, gut. Aber nur weil du es bist. Nur weil du es bist. Ich hätte noch Zeit gehabt. Geh erstmal hier lang. Blutspuren sind immer kein guter Indikator. Alter, das sipscht aber ganz schön. Oh, ein shit. Safe. Weiß keiner, oder? Nee. Mm-mm. Wenn sie den nicht gerade aus dem RPD rübergebracht haben, dann. Dr. B. Zimmer, ja. Wo? Im Behandlungszimmer? Ja. Aber ich glaube nicht, dass er da ist, sondern. Oh, diese Karte. Oh, wo kommt der? Wo kommt. Ey, Alter. Wirklich jetzt mal ernsthaft. Weiß einer, was hier passiert? Wo kamen die denn her? Sind die aufgestanden? Ich hab doch sogar an die dran geschlitzt. Ja gut, dann die, nee, die kam aus nicht. Der einen Tür, die erst noch zu war. Ach, die so geklopft hat, meinst du? Ja. Wo war denn die Tür? Ja. Die hier oder was? Ja. Oh Gott. Na, wie schnell sind die denn? Sind die alle Speedrunner hier? Kennst du, Fabian, noch die Szene mit der Hake von den Simpsons? Ja, stimmt. So ist das. Ist die gerade nur mit Zombies statt Haken? Das ist halt schon auch lustig. Ich meine, ich mach's auch nicht optimal, ne? Aber ich hab das Gefühl, die vermehren sich gerade hier. Carlos sieht doch aus wie Tingeltangel Bob. Das stimmt. Hat schon große 50. Er wollte dir die Hand reichen. Du schießt auf ihn. Shit. Das war wirklich dumm jetzt. Naja, egal. Holla, die Waldfee. Da habe ich irgendwie. Mit so viel habe ich jetzt nicht gerechnet, aber so gar nicht. Das ist voll gewesen, ey. Ja, tut mir leid, Leute. Ich hätte es auch gern besser gemacht. Darauf fall ich nicht rein. Nothing. Das gibt's ja nicht. Da hat die immer noch. Dabei war das schon dieses. Dieser ja, Visual Effekt, ne? Der eigentlich. Hinter dir ist noch ein Kraut. Oh, aber Zombs. Oh, komm. Warum? Ja, man fragt sich manchmal. Wo kommen die? Also sind die so programmiert, dass die einfach aussehen wie tot und dann wieder aufwachen? Ja, kann sein, dass du dann, damit du nicht vorher dann die Sachen säubern kannst. Ne? Aber das war immer so schön, wenn man das vorher schon wusste. Das ist wie bei den Lottozahlen. Ja, macht weniger Spaß, wenn man raten muss. Was ist denn das auch für ein Sport? Ah, Lottozahlen ja. Raten. Okay, ich habe immer noch nichts für den Safe. Aber das Krankenzimmer ist durch. Und jetzt gehe ich erstmal hier rechts lang. Moment, da kam ich doch her. Wo bist du hergekommen? Aber laut Karte? Ja. Nee. Da hinten ist so eine Tür. Moment, durch die bin ich doch. Nee, hier, die. Und der kann ich ja nicht durch. Und die kannst du nicht so, durch. So, stimmt. Also die wird dann ich nicht. Ich werde es noch einmal probieren, aber ich meine natürlich nicht, ne? Okay. Ja, klar. Gut, dann wird die anders als verschlossen angezeigt. Safe müssen wir auch noch aufmachen. Ich bin einfach in die falsche Richtung erstmal gegangen. So, welchen Raum suchen wir uns? Direkt den nächsten, der kommt. Und zwar hier auf der linken.
zu. Ja, schon mal nicht. Oh, und hier ist zu. Shit. Aha. Hm. Was liegt da? Ein Schlüssel. Der ist ganz sicher wichtig. Lass ihn mal untersuchen demnächst. Was ist da? Kannst einer von euch nicht. Ja, ich sehe es nicht. Kannst nicht genau erkennen. Ah, schön. Mhm. Das ist der Gang wieder nach oben, ne? Der steht weiter da. Ja, wir sind wieder bei der Treppe. Hm? Ja, ich will halt nicht weiter von hinten überrascht werden. Verständlich. Das ist nicht so geil. Speichern ist auch nicht gut. Das ist auch nicht wirklich nicht gut. So, wo finden wir ein Schloss? Aber das könnte nicht. Ja, das ist ja. Bist du hergekommen. Nee, hier links ist nicht. Ja, aber das ist ja ein Key-Schloss, okay. Kannst du mal drauf gucken, was da steht im Menü? Untersuchen? Dann vielleicht ein Hinweis. Ja, steht ja auf einem Zettel eigentlich, ne? Umkleideraum. Ja, gut, jetzt müsste ich halt nur noch wissen, wo hier die Umkleide ist, ne? Na, die wird hier schon irgendwo in dem Flur sein. Ja, nur der Flur ist ja zu. Da waren noch zwei Türen auf der Oberseite, ne? Laut der Map. Oh, Moment, mitnehmen. Hm. Das ist ein Speicherraum. Ja. Da ist das Licht auch viel angenehmer, ne? Das ist richtig schön. Ah, okay, es ist einer. 20 Patienten, alle Zombies, Infektion, Fragezeichen, nochmal nachfragen. Nochmal nachfragen. Dr. Young, reine Anarchie. Okay. Man sieht wirklich unglaubliche Parallelen, also in der Beschreibung, ne, Parallelen zu den Zuständen in unseren Krankenhäusern und so, das ist völlig verrückt. Man muss sich da echt zurückdenken. Okay, das kann weg, einen davon werde ich kombinieren, das muss da hoch, Schlüssel brauche ich auch. Ja, oder? Habe ich irgendwas vergessen? Nö. Eigentlich nicht, ne? Das Tape-Deck, ja, wenn es mal gebraucht wird. Du könntest mal eins von den grünen Kräutern benutzen auch. Ja, okay. Ja. Also speichern machen wir einiges. Ja, kann man nicht meckern, finde ich. Mhm. Kann keiner sagen, dass wir nicht genug speichern. Ach, eine Karte, geil. Karte. Ja, welches Zimmer Umkleide war der Schlüssel. Stand da? Nee, das stand an dem Schlüssel. Wäscheklammer, Wäschekammer. Belegschaftsraum. Ist hier Umkleide? Echt groß. OP-Saal, provisorisch, Empfang, Innenhof. Okay, sehe ich leider nicht. Müsste wahrscheinlich dann einer dieser Räume sein, ja. Ja. Aber ja, ist nicht im Belegschaftsraum? Nee. Da hängen die rum. Boah, das sieht überhaupt nicht gut aus. Das sieht blutiger aus als überall anders. Und kleine gerichtete Spots. Ja, okay. Sind sie schon aufgestanden? Nee. Gleich. Ne? Na, könnte sein, dass sie tatsächlich zum Inventar gehören. Da lag noch was auf dem Tisch eben, ne? Ja, ja, da ist einiges noch. Jägertagebuch, also Chaos, Kontrolle. Kreischen, Hilfeschreie, schlimmste Sünde eines Krankenpflegers. Helikopter. Hilf mir Gott. Oh, nee.
Ihr seid mir aber auch welche, ne? Ihr seid mir... Lauf nochmal zurück. Ja, will ich ja. Nee, in dem Raum war noch was. Aber ich wollte doch... Na gut. Guck mal, hier rechts an dem Schreibtisch. Ich wollte ja nochmal hier hin. Ich wollte so. Ja... Na gut. Was soll ich machen? Genau, das meinte ich. Ja, aber ich muss ja eh nochmal zurück, weil ich ja diese... Ne? Die Kiste war doch nicht weit weg. Ah, Spinde. Ja, Indiana Jones hat auch seinen. Mhm. Das war alles. So. Ah. Ist der wenigstens tot? Na, endlich. So, jetzt stehen alle auf. Hätte ich jetzt auch erwartet. Machen dieses. Ich will das Schloss haben. Oh ja. Oha. Oh. Was heißt das? Hunter, ne? Oder? Sieht aus wie ein Hunter, ja. Oh, nee, oh, eindeutig Hunter. Die Diagnose Hunter. Ne, der hält die Tür mal zugemacht. Richtig fett. Alter. Da sieht man aber auch was. Das ist der Hunter, ne, von dem geschrieben stand. Dass er so geile Beißwerkzeuge hat. Gut zurückgehauen. Warum kann ich gerade nicht? Ich kann gerade aus irgendeinem Grund nicht schießen. Dein Ausweichmove ist ein bisschen anders, ne? Oh, die machen aber echt einen. Oh, Mist. Jetzt hast du diese Zeitlupe mal aktiviert, ne? Bin mir nicht sicher, ob das eine Granate war. Alter. Wie die okay, du hast ihn, ne? Wie die auseinanderfallen, ne? Geil. Schau das mal an. Das ist mit dem halben Kopf irgendwie weggesäbelt. Ja, man hatte wirklich das Gefühl, die Texturen erinnern sich gut, dass man da ziemlich viel wegspratzt. Hammer. Hat er jetzt die. Ich dachte, er hat die Flashbang vielleicht benutzt. Nö. Aber nee. Nee, das war tatsächlich dieses eine, wo ich ja auch mit der Slow-Mo gesehen habe, aber ich habe es bisher nie auslösen können. Es war aber auch Glück. Durch ein Ausweichmanöver hast du das gemacht, ne? Hm? Mit der Ausweichtaste, ja. Er macht noch was mit dem Ellbogen beim Ausweichen, ne? Ah, er haut noch so ein bisschen zu. Okay. Dach, ich könnte geradeaus weiter zur Treppe. Hier hinten ist noch was. Okay. Ja, bei der Schwester. Geradeaus links. Die Schwesternstation hatte doch diese eine Tür mit der. Ja. Ne? Ja. Ich glaube, das war's. Hier war einer. Hinter der Theke. Kannst den einen Schlüssel wegwerfen. Gab's nicht zwei? Unten. Ach, den. Ja. Das Einzige, was ich vermisse, wie vom alten, mit dem Items, das, es hat dir mal angeboten, es wegzuwerfen, dass du ins Menü musst. Oh Gott. Oh, oh. Ein Hunter? Ja. Zwei Hunter. Alter. Aber die sind ja gerade beschäftigt. Die machen Party, ja. Aber ich würde jetzt gern Granat werfen, um ehrlich zu sein. Die sind ja wirklich direkt neben. Hast du Granaten aber? Ist ja die halbe Miete. Nur eine Flashbang, ne? Nur eine Flashbang, aber gut. Eigentlich müsste ich mir die Schüsse doch aufheben, oder? Für die MG. Ja, würde ich auch lieber machen. Mann, ich war da zuerst. Er schießt ein bisschen schneller, das finde ich sehr angenehm. Ja. Oh! Unfair! Der hat sich aber wirklich direkt drauf gestürzt. Der macht wirklich Hausbesuche hier. Mann! Hätte ich nur wie ihr immer den Dietrich dabei. Das bringt dir nichts, den hat er nicht. Du musst das mit Jill, glaube ich, alles nochmal machen. Deswegen, und ich denke die ganze Zeit, ich muss zurückgehen zum Dings. Ja, super. Dann fühle ich mich ja gar nicht mehr schlecht jetzt. Ich fühle mich schlecht, weil ich weiß, dass wir das alles nochmal mit ihr durchlaufen müssen. Ja gut, aber dann haben wir ja schon alles aufgemacht.
Du hast den Raum aufgemacht mit dem Alter. Zwei. Alter. Jetzt konnte doch keiner ahnen, dass der da. Okay, ja, das konnten sie ja, ne? Insta-Kill. Aber die haben dir früher den Kopf weggesäbelt, ne? Jetzt ist halt Schlag alle durch. Also besser einfach da nicht hingehen. Okay, das habe ich jetzt kapiert. Naja, gut, der Raum wird schon irgendeine Ja, aber mit der Muni, die ich gerade habe, kann ich die ja gar nicht erledigen. Scheiße. Vielleicht greifen die Hunter ihn ja an. So als Lockvogel. Mhm. Ja, noch weiß ich nicht, was man da jetzt am besten macht. Also nicht reingehen, okay. Ja, das war nicht so, dass die dann blind sind und du ganz leise nur da durch musst. Es waren nur die Licker, ne? Mhm. Ach shit, das ist nur eine Abkürzung. Oh. Ja, bei der Tür waren wir vorhin schon mal. Das ist, wenn du um die Ecke gehst, ist wieder dieser Punkt zum Runterspringen. Mhm. Also musst du da wohl in den Froschraum. Du hast aber auch noch mit der Karte unten einen Raum, den du aufmachen kannst. Könnte aber auch erstmal abspeichern. War da ein anderer Punkt zum Runterspringen gerade? Oder war das der gleiche? Doch, ich glaube, es ist der gleiche, wo wir runterspringen. Echt? Ja, weil es müsste eigentlich zwei sein. Ja, siehst du, da rechts ist einer? Ja. Ach ja, es auch. Ja, auch, gab da noch einen Gegenstand hinter der einen Hecke, genau, wo ich rankam. Genau, deswegen. Moment, okay, erstmal speichern. Dann springen wir da runter. Blendgranaten stackt er? Okay, super. Hm. Nee, stackt er nicht. Nee, ich kann sie stacken gleich. Ach so. Glaube ich. Ah. So, und jetzt runterspringen, was meint ihr? Ja. Wir haben ja noch ein paar Minuten, das können wir noch schnell machen. Das checken wir noch. Okay. Da bin ich runtergesprungen, oder? Das war hier. Das müsste ich hier gewesen. Das ist ja das Offensichtliche, wo man runter kann, ne? Oh, weil, nee. Nee, aber nee, rot bedeutet, dass da noch Items sind, nicht, dass du da nicht gewesen bist. Durchsichtig ist, da warst du noch nicht. Na gut. So, wo ist das denn? War doch. An der anderen Seite, komm ich gar nicht hin. Moment. Du bist ja aus dieser Wäschekammer raus und da hattest du links das gesehen, oder? Wäschekammer war ja das, wo du in dem Raum mit den Huntern hättest können. Ich kann daraus jetzt nicht. Also zwei rechts. Weiß nicht genau, was du jetzt von mir willst. Ja, aber hier war ich doch schon. Noch eine rechts. Ja, und da ist zu, oder? Weiter. Ach, da ist noch. Das hier. Ja, das ist, ja, okay, danke. Nee, scheiße, ist genau da, wo wir waren. War das der alte? Ja, Mann. Genau der. Aber sind wir ja wieder bei der Treppe gleich, ne? Oh, fuck. Räumliches Denken neu trainiert. Dann das große Loch. Moment, das war doch dann hier. Nee. Ja, wir werden es gleich finden. Wir werden es gleich sehen. Oder auch nicht. Ja, wir sind aber das ist der Safe-Raum. Ach ja, okay, ja. Dann ist es hier und rechts, glaube ich. Da. Oh, endlich.
Nein! Das ist doch nicht dein Ernst! Mann! Gregor! Ich dachte, wieso bin ich denn schuld? Nein, ich will mit dir leiden. Ich leide schon. Nicht still, aber ich leide auch. So eine Scheiße. Das war blöd. Aber okay. Ja, wer hätte das gehabt? Du siehst da doch ein Item-Prompt. Du sagst, das nehme ich sofort. Genau, ich dachte, das wäre so. Da liegt doch noch so eine Pflanze. Und nicht diesen einzelnen Weg, wo du nicht wieder zurück kannst, um einen Umweg zu nehmen. Ja, jetzt aber, jetzt gehen wir richtig. Da einmal raus, außenrum. Rüber, den langen Weg. Okay. Boah. Nee, Moment, bin ich jetzt wieder das gelaufen? Ist, da, das ja. Ist es, okay. Das geht doch auf so, die Knie. Also was gibt's? Ach Gott, was gibt's denn nicht? Siehst du die Pflanze da vorne? Ja, aber das ist kein, das ist nur eine Pflanze. Sieht aus wie ein Fikus. Taktischer Griff Sturmgewehr, ja geil. Was auch immer das bringt. Der Rückstoß. Ja, ballern, Junge. Okay, das war das Item, was du hier holen kannst. Das ist schon alles, ja. Okay. Was ist das hier? Da kann ich ja noch mal hin irgendwo. Ah, irgendwas vielleicht ist noch da. Ein Loch, ja. Das kann ja kaum zu glauben, ey. Da kannst du hier rüber springen? Ja, das liegt da unten, ne? Lass mal gerade gucken, das ist da in dieser Ecke. Also quasi unten rechts, ne? Kann man sich ja mal merken. Komm, das können wir ja kurz noch mal gucken. Habe ich ganz in langweiligen Sachen gemacht? Okay. So weit, so typisch. Jetzt will ich. Ah, da kann man gar nicht hin, ne? Kann das sein? Könnte es sein, dass man da gar nicht hin kann, weil da auch alles schwarz ist? Eventuell. Hm. Okay, nicht hier lang. Na, ich gehe nur mal nach rechts, aber ich glaube, das ist dicht. Ich glaube, es geht auch nicht. Aber es ist so gut zu wissen, dass man irgendwie da auch hinkommen kann. Siehst du das? Ja, man kann es sogar sehen. Man sieht das Gelbe da. Wie kommt man da hin, theoretisch? Eigentlich gar nicht. Weder durch die Türen, durchs Fenster in einem Krankenzimmer eventuell. Im Belegschaftsraum, meinst du? Nee, ich meinte unten, da das Krankenzimmer. Wenn du da irgendwie wieder ein Fenster wäre oder so, aber das, ja, egal. Also. Gut, speichern nochmal ab, oder? Ja. Stimmt. Das sollte man ja machen. Darf ich dann noch einmal auf die Typen drauf ballern? Ja, komm zum Abschluss. Es ist nur zum Abschluss. Mach Harakiri. Wir machen dann nichts. Harakiri, einfach mal gucken. Vielleicht auch mal gucken, ob die. Wenn wir schaffen, Granaten speicherst du ab. Moment. Falscher Raum? Ja. Falscher Raum. Aber irgendwas war hier noch. Ach so, die Sachen. Ja. Wo war das denn nochmal? Kommen wir da überhaupt hin? Aktenraum? Doch, doch, das Dach? Behandlungszimmer. Du musst zur Wäschekammer runter. Wäschekammer, ja. Okay, also rechts, links, links, rechts. So, jetzt wieder rechts. Da durch, ne? Und die sind nicht wirklich geblendet dadurch, oder? Nee. Aber ist eine gute Taktik aber so. Das ist ja nicht schlecht, genau. Guck mal, ob du die Tür ein bisschen aufdrücken kannst. Ah, die kommen durch? Ja, ja, das sind sie ja vorhin auch schon. Mann, das weiß doch keiner! Da kommt er dann mit seinem One-Hit-Kill! Ficke dich in deinen Reptilienarsch, du scheiß Frosch! Vor allen Dingen sieht es vorher so aus, als würde er sterben, weil er so ein bisschen auf dich zugefallen kam auch. Aber das klären wir einfach in der nächsten Folge. Das ist die Taktik, ne? Das ist die Taktik. Ja, wir werden uns ein bisschen erholen und werden uns dann wieder zusammenfinden und schön weiterspielen. Bisher hat es echt viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ja, es war okay. Nein, es ist, macht Spaß. Es ist ein bisschen viel. Nö, eigentlich nichts. Aber wenn's jetzt, wenn man noch mal durch das Hospital muss, ist ein bisschen viel Backtracking. Mhm. Aber ansonsten ist schön. Sehe ich auch so. Ja, vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Und seid beim nächsten Mal dabei. Tschüss. Tschüss.